Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu dem versprochenen Super Smash Bros. Podcast. Ich habe mir ein paar coole Gäste eingeladen, und zwar erstmal den Fabian, der eigentlich dabei sein muss, weil es ist absolut der Nintendo-Freak von unserem Kanal. Ja, und ich gehöre auch mit zu Space Let's Play, ne? Also, ich begrüße euch auch. Hallo. Ich habe gesagt, du bist auf unserem Kanal, also beschwer dich nicht. Ja, so. So, und dann habe ich natürlich noch zwei Sondergäste dabei. Als erstes mal den guten Spendem. Hallo. Den kennt ihr bestimmt auch schon vom Super Smash Bros. Battle, Let's Battle. Und als Stargast des heutigen Abends haben wir noch den guten Markus dabei, den Blue Hugo 1989. Hi, Leute. Ja. Sehr schön, ja. Das wird auch eine gute Runde. Die Fans sind auch schon am Start. Nein, auf jeden Fall. Wir haben uns heute mal ein paar Themen ausgesucht, über die wir heute reden wollen. Über das Thema Super Smash Bros., wie schon gesagt, und da natürlich einige Punkte, die wir ansprechen wollen. Als ersten Punkt hätten wir uns da einmal rausgesucht, was ihr euch denn gedacht habt, als ihr die Trailer zum ersten Mal gesehen habt. Also was waren denn eure Gefühle und Gedanken, die euch da erstmal durch den Kopf geschossen sind? Was habt ihr da gedacht? Also, fangen wir mal an. Also, Spendem, was hast du denn also gedacht, die spontanen Gedanken beim Trailer? Erstmal, oh mein Gott, wie geil ist das denn? Und dann, ich hatte richtig Gänsehaut, weil ich einfach so gefiel, also richtig so, boah, geil. Aber dann, als sie erst den 3DS, also den 3DS-Grafik gezeigt haben, so dachte ich erstmal so, nee, oder? Das soll für Wii U sein? Nee. Und dann hat sich Mario verwandelt, halt in die richtige Wii U-Grafik. Und dann dachte ich so, Alter, wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Wii U wird sich gekauft. Dings, alles drum und dran. Also, top. Richtig top. Ich liebe dieses Spiel. Trailer war genial. Okay, Markus, wie war das bei dir? Also Da kann ich Spendem eigentlich in allen Punkten zusprechen, weil ich habe die Konferenz von Nintendo Live mitverfolgt am Bildschirm. Und also, sobald das Logo aufgeblitzt ist, dieses flammende Kreuz, das war schon richtig genial gewesen. ja, genau, wir mussten ja uns diesmal eine Weile gedulden, weil ja Nintendo nicht direkt auf der E3 vertreten war mit einer Konferenz. Die haben ja diesmal so eine direkte Direct gemacht. Eine Ganz direkte, genau. eine direkte, direkt, direkte Direct. Aber dadurch kam es ja nicht sonderlich später, ne? Aber Genau, es kam nicht später, aber es war was anderes. Aber anders. es hat mir auch gut gefallen trotzdem. Ja. Speziell auch der Punkt hier halt, dass die 3D-Grafik zur Wii U-Grafik umgewechselt ist, fand ich genauso geil wie damals, als sie von Melee in Brawl gewechselt sind mit dem Grafikstil. Das fand ich damals Das war auch auch schon so gut. Ja, genial. Stimmt. Das Das war auch sehr gut war ja gewesen. das Ähnliche, ne? Du hast dann diesmal halt beides nebeneinander existiert. Ja, Fabian, hast du noch was hinzuzufügen? Nee, also das, was Benem gerade angesprochen hat, dass man erstmal erschrocken sein könnte wegen der 3DS-Grafik, sage ich mal, dass man halt denkt, das ist die Wii U-Grafik auch. Ja, das haben die ja extra dadurch vermeiden wollen, dass sie halt den 3DS-Rahmen außenrum noch gezeigt haben. Ne? Also da war ich jetzt nicht so erschrocken. Nee, also ich war auch total happy mit dem Gesamten so. Vielleicht haben die für meinen Geschmack noch ein bisschen zu wenig Charaktere gezeigt. Ne? Es ist ja, man will ja da möglichst schnell neue Infos Also, haben. das lag ja wahrscheinlich daran, dass es noch ziemlich stark am Anfang ist. Ja, klar. Nee, Das hat aber. ja Sakurai auch gesagt, dass die erst den Surface getoucht haben, sozusagen. Das ist ja meistens immer so, dass sie am Anfang sehr wenig Charaktere zeigen. Er Das hätte kennt man auch ja auch aus anderen Spielen oder so. Gerne noch mehr darüber geredet, aber er muss noch halt noch warten. Nee, klar, das ist ja verständlich. Das war jetzt auch kein Kritikpunkt oder so, aber. Ob er da jetzt Vorschriften hat oder so, das wird sich ja dann zeigen. Was ich. Darf ich noch was einwerfen? Klar. Was ich auch. Wo ich auch ein bisschen so erschrocken war, war, dass man gleich Animal Crossing gesehen hat. Also, als dieses Flammenkreuz auftauchte, da hab ich gar nicht realisiert, dass das überhaupt von Super Smash Bros. Ist. Da dachte ich erst, jetzt gehen wir zu Animal Crossing. Und ich dachte so, nee, nicht noch so ein Teil. Ich glaube, Also, ich. das war so ein bisschen geistige Verwirrung, die die damit stiften wollten. Also ich habe auf jeden Fall das Kreuz gesehen. Natürlich, so verbindet man sofort mit Super Smash Bros. Ja, Und stimmt. da sie ja sozusagen das als finales Spiel am Ende der Direct nochmal hinausgeschoben haben, als das Ultraspiel sozusagen, worauf alle gewartet haben, dachte ich dann so, Moment, Animal Crossing? Dann habe ich aber erstmal so gestutzt und gewartet. Vielleicht ist es auch nur die Stage oder so. Habe ich so ganz komisch nachgedacht. Und dann, als natürlich dieser Brief kam mit dem Zeichen drauf, da war natürlich alles klar. Und Das war bei mir auch so. als er Das dann war mir. losgerannt ist. Das habe ich dann auch gesehen. Als dann der Brief mit dem Siegel drauf war, wusste ich so, ah, geil. Und ich fand es schon ziemlich cool, wie sie das gemacht haben. Ich frage mich, ob sie das dann auch in dem Opening von dem Spiel übernehmen, halt wie die ganzen Franchises gezeigt werden. Da kann Das man ja auch ist schon viel auf sehr gut Charaktere gemacht. schließen, ne? Also aus welchen Spielen vor allem Charaktere drin sein werden, ne? Und man hat ja auch Kid Icarus als eigenes Franchise gesehen. Also.
Und weil du das jetzt gerade schon so sagst mit dem Übernehmen und so, das ist, also darauf werden wir ja später noch zurückkommen, aber weil ihr jetzt die Szene angesprochen habt, schon speziell mit dem Villager von Animal Crossing, so eine Szene werden die durchaus auch ins Spiel mit einbauen, so wie ich das bisher verstanden habe. Also, dass man zu jedem Charakter das auch im Spiel dann sehen wird. Okay. Also so wie die, ein kleines Begrüßungsvideo, sage ich mal. Dazu kommen wir im nächsten Punkt dann noch, aber wir wollen unbedingt natürlich noch über den zweiten Trailer, der gleich im Anschluss kam, der sich eigentlich ja dann als zweiter Trailer herausgestellt hat. Eine Sache würde ich noch kurz noch sagen, was gerade Fabi angesprochen hat, und zwar wegen den Trailern von Charakteren, also dem Villager und sowas. Mhm. Vielleicht kommt es erst später, kann sein, dass ich jetzt ein frühzeitiges Thema kurz anspreche. Aber soweit ich das gelesen habe, soll das nur nur so ein Trailer sein. Also es soll nur halt zeigen, okay, dieser Charakter kommt jetzt. Das soll halt nicht ins Spiel eingebaut werden, sondern soll extra nur halt für so Ankündigungen sein. Soweit ich das letztens gelesen habe. Wobei man sagen muss, dass die Ankündigungsvideos ja auch auf der Wii-Version, also bei Super Smash Bros. Brawl, wenn wir jetzt davon mal ausgehen, wurden ja die Ankündigungsvideos von zum Beispiel Snake und Sonic, die wurden ja auch, konnte man sich ja auch angucken im Theatersaal. Ob das jetzt damit was zu tun hat, ich weiß es nicht. Können wir ja gleich nochmal näher drauf eingehen. Also was habt ihr denn gesagt? Also ich fand ja bei dem, dass ich jetzt mal anfange bei der Sache, beim zweiten Trailer habe ich erstmal so diese Silhouette auf dem Hügel stehen sehen. Also erstmal hat man ja Mario, geile Szene und so weiter, die ganzen Charaktere in ziemlich hochgepimpter Grafik, sag ich mal. Genau. Und da hat man erstmal schon gesagt, sieht cool aus, richtig cool. Dann kommt halt dieser Felsen und man sieht diese Silhouette darauf stehen. Was habt ihr denn da als erstes gedacht? Also ich war mir erst völlig unsicher, wer es ist. Also weil man ja auch die Haare gesehen hat und sowas. Also auf Mega Man wäre ich da erst als letztes gekommen. Ja, weil der Helm ja erst dann so im Nachhinein kam, so wie mit diesem Geräusch. So. Aber dann war es dann auch klar, aber vorher nicht. Ja, ging mir eigentlich genauso. Als dann die Silhouette erst auftauchte, und dann war ich auch total unschlüssig, wer steht denn jetzt da? Also, sobald dann die Konturen von dem Helm angefangen haben, dann war es eindeutig gewesen. Da muss ich mich Markus anschließen, war bei mir genauso. Ich habe erstmal auch gedacht, so, wer ist der Kerl? Hä, wer? Und dann kommt dann siehst du dann, wie dieser Helm dann erscheint und so, da weißt du, okay, mega. Dann springt er und teleportiert sich halt so wie in das Spiel rein. Mhm. Bei seinen alten. Und ich fand auch extrem geil, als Donkey Kong Mega Man nach unten puncht unter die Stage, wo man halt sofort runterfällt, dass diese Sterbeanimation mit diesen Energiekugeln kommt. Ich finde das super. Ja, der ist sowieso generell ziemlich cool gemacht, finde ich auch, der Trailer. So. Also das halt erst so mit den ganzen normalen Attacken und das Franchise Mega Man an sich kenne ich leider nicht so gut, also jetzt die richtigen Spiele. Aber das sind ja dann die Sachen, die er danach aktiviert, die dir dann da auch noch kurz zeigen. Die Musik das aus sind ja, aus das sind ja das, oh, sorry, sag du erst. Das sind ja irgendwelche Sonderfähigkeiten, die er sich in den Spielen erst holt. Und dadurch wird er dann halt, sag ich mal, im Brawl erst so gut. Also das fand ich irgendwie echt cool so gemacht. Mhm. Naja, die Musik aus der Dr. Wily Stage, aus dem Fortress war das, glaube ich, Dr. Wily Fortress. Aus dem dritten Teil ist die Musik. Aus dem dritten Teil. Ja, und auch richtig cooler Remix. Ich hoffe, dass der im Game auch so übernommen wird und ziemlich actionreich wird. Also, der hat ja auch seine eigene Stage, wo man schon gesehen hat. Das ist das erste Mal, dass man Dr. Wellys Festung in höherer Grafik sieht. Also, sonst hat man es ja immer nur auf den alten Konsolen gesehen. Ja, fand ich extrem nice. Markus? Für mich würde ich jetzt schon einfach so festlegen, der erste Charakter, mit dem ich kämpfen werde, ist der Mega Man, sofern er schon freigestaltet ist. Gerade. Also ich werde vielleicht Mega Man auch mal so als erstes mal ausprobieren. Also ich glaube, Mega Man ist so für mich erstmal so ein Testcharakter. Sagen wir mal, also ich habe ja mein Hauptcharakter am Anfang wird, glaube ich, eher so die normalen sein. Link, Mario und so. Mhm. Mit denen, glaube ich, werde ich erst mal anfangen, wieder richtig zu trainieren. Mega Man kam ja extrem als Allrounder wirklich rüber. Aber auch nicht leicht zu spielen, denke ich, ne? Also ja, der hat viele Facetten, nehme ich auch an, deswegen. Allein durch sein Waffenarsenal.
Ja. Der hat ja seinen Schuss und ich glaube, sein Schuss ist ja einfach nur ein ganz normaler Angriff. Und ich muss sagen, er hat viele Attacken, die, sag ich mal, poken und Schaden machen, aber nicht wirklich einen Raushau-Move. Ich meine, der Move, der nach unten geht mit der Faust, der ist natürlich in sich, aber mit dem musst du auch erstmal treffen. Ja, den kannst du ja nur in speziellen Situationen einsetzen, aber ich glaube, diesen Armwurf, der sah aus, als ob der ziemlich weit weg werfen würde. Jetzt mal als Beispiel, also, aber ja, du wirst du dann sehen, welche Smash-Attacken er so hat, also. Ja. Und natürlich, welche ultimative Attacke er hat. Die darf man natürlich nicht vergessen. Genau, das ist die Frage, was das dann wird. Hat er in den Spielen irgendwie was besonders Starkes als Angriff irgendwie? Er hat einen sehr starken Charge-Beam. Also den hat er ja schon als Smash bekommen. Naja, also ich glaube mal, also ich kenne nur eine Attacke, da, warte mal, da hat er doch... Also ich glaube, er kann sein sehr ziemlich doll aufladen. Und ich glaube, sowas machen sie auch mit der Endattacke oder sowas. Hat er vielleicht irgendeine spezielle Verwandlung oder sowas in irgendeinem Spiel mal gehabt? Also, ich glaube, in den neueren Teilen von Mega Man X gab es sowas öfter mal, aber in den klassischen Spielen, wo ich Mega Man vor allem herkenne, da war sowas gar nicht. Also in den klassischen hat er ja nur die Fähigkeiten, die er von seinen Gegnern halt kopiert hat. Ja. Das war zum Beispiel die Schere, der Magnet, seine Muskelkraft und sowas. Jetzt so was anderes. Also ich würde mal sagen, er macht wirklich so einen krassen Charge-Beam oder sowas. Also so einen richtig krassen Extrem. Hm. Ah, nicht, dass es nachher genauso aussieht wie bei Samus. Ja, das ist die Gefahr, ne? Gut, dann würde ich mal sagen, können wir so langsam zum nächsten Punkt überleiten. Also als nächsten Punkt hatte ich mir gedacht, dass wir mal darüber reden, was bis jetzt so bestätigt wurde. Jetzt neben den Trailern wurde ja auch viel so schriftlich bestätigt und auch schon Interviews geführt, wo einige Sachen schon rauskamen und Fragen vor allem zu den Trailern gestellt wurden. Was wurde denn bis jetzt bestätigt? Also wie sieht's aus? Zum Beispiel... Mega Man ist ja bis jetzt der einzige Third-Party-Character, wie Sakurai zu den Charakteren sagt. Also der einzige Charakter, der bis jetzt bestätigt wurde aus einem anderen Franchise, das nicht von Nintendo ist. So. Genau, ja. Das heißt, was glaubt ihr? Wird es noch, also er hat gesagt, es wird nicht viele geben, es wird nicht viele weitere geben. Was heißt das? Wie weit schränkt das die Möglichkeit an, dass viele Charaktere kommen? Ich meine, im vorigen Teil gab es Snake und Sonic als Third-Party-Character. Zwei, ja. Wie sieht es jetzt aus? Wie gut stehen die Chancen, dass alten Charaktere bleiben? Oder dass Snake und Sonic beide bleiben? Dass jemand von denen rausfliegt? Oder dass wirklich noch ein weiterer kommt, mit dem wir jetzt gar nicht rechnen? Also was meint ihr da? Was glaubt ihr? Also ich glaube, dass soweit ich es sehe, ist ja Snake schon in den neuesten Teilen ist er ja als alter Mann dargestellt worden. Und ist dann durch einen neuen Charakter ersetzt worden. Das heißt, glaube ich, dass man Snake leider sagen muss, dass er leider gehen wird. Er geht ja jetzt auch teilweise wieder zu anderen Konsolen rüber. Ich meine, er hatte einen kurzen Auftritt auf dem 3DS zwischendurch, aber er geht ja jetzt, sag ich mal, wieder zu den neuen Konsolen, zu der PlayStation 4 und Xbox One. Deswegen würde ich eher sagen, dass ich sage mal, vom Titel her, sag ich mal, dass vielleicht drei Leute kommen. Also drei Third-Personen aus einem anderen Spiel würden so kommen. Also das ist so meine Idee. Da würde ich zustimmen. Das wäre eine ganz gute Zahl, ne? Also jetzt kommt es natürlich wieder, jetzt fasst ihr euch gleich wieder alle in den Kopf. Oh, ja, schon wieder. Nein, ihr wisst ja, dass ich ein großer Sonic-Fan bin, dass ich alle Spiele besitze und auch alle Spiele bis jetzt schon gespielt habe. Und ich fände es halt extrem cool, wenn Sonic halt bleiben würde. Also der hat ja auch gesagt, dass es vor allem Charaktere sein soll, die sehr einzigartige Fähigkeiten haben, also sehr, sehr unique sein sollen. Und ich meine mal, wenn Sonic nicht unique ist, wer dann? Also Sonic ist besonders schnell, Sonic ist sozusagen auch ein Tier. Ich meine, so viele Tiere haben wir in Super Smash Bros. Nicht. Aber ein etwas gepimpteres Tier, sag ich mal. Zumal du weißt ja, wir haben uns ja darüber auch schon ein bisschen unterhalten, ne? Und dadurch, dass Nintendo und Sega ja zurzeit auch, sage ich mal, ziemlich eng zusammenarbeiten, jetzt mit den Mario und Sonic und so, es gibt ja jetzt viele exklusive, Nintendo-exklusive Sega-Spiele, halte ich das auch für überhaupt nicht ausgeschlossen, dass Sega denn, die ja auch schon angedeutet haben, dass das jetzt an Sakurai liegt,
dass Sonic wieder mit dabei ist, dass Sonic halt auch wirklich wieder mit reinkommt. Also das halte ich auch. Also Sega hat ja schon großes Interesse bekundet. Die haben gesagt, also wenn Nintendo sagt ja, dann wollen wir ihn unbedingt gerne dabei haben. Aber genau, das können wir nicht entscheiden. Das kann ja auch schon so ein kleiner Hinweis sein. Vielleicht wissen sie schon mehr, aber dürfen nichts sagen. Weißt du? Ja. Ja, und also, ansonsten Namco, Bandai, die ja mitarbeiten, werden vielleicht noch irgendwie einen Third-Party mit reinbringen. Genau, da sind wir aber jetzt schon wieder bei Spekulationen. Ich muss aber sagen, dass ich mir Pac-Man gut vorstellen könnte. Ja, also das ist ein sehr alter Charakter, der schon lange keinen Auftritt mehr hatte, und Sakurai ist an alten Charakteren aus dem Retro-Bereich sehr interessiert. Ich meine, guckt euch Mr. Game & Watch an. Mhm. Und Pac-Man wäre halt eine ganz lustige, witzige Idee. Ist die Frage, was kann er für Attacken? Naja, also man könnte bestimmt schon so einiges machen. Ich meine, als Ultra Smash könnte er diese Geister rufen oder riesig werden über die Stage mampfen, man weiß es nicht. Ja, witzig, weil du gerade Pac-Man ansprichst. Für mich waren Mega Man und Pac-Man auch zwei, die absolut ins neue Smash Brother gehört haben. Also, und das schon seit längerer Zeit. Mega Man ist ja jetzt tatsächlich reingekommen, und bei Pac-Man, also ich weiß nicht, weil ich bin der Meinung, ich habe da mal was gehört vor Ewigkeiten, dass die beiden halt auf die 3DS-Version kommen sollen. Und jetzt kommt Mega Man zum Glück ja auch auf die Wii U-Version. Es hat sich ja sowieso schon rausgestellt, dass alle Charaktere auf beiden Versionen vertreten sein werden. Ist das bestätigt? Also Sakurai zwischendurch ja mal anders. Naja, nee, das hat Sakurai schon gesagt. Alle Charaktere, die auf 3DS kommen, werden auf der Wii U auch sein. Und das ist halt ein Problem eigentlich, weil das schränkt vielleicht schon wieder das Roster ein. Wenn man sich jetzt vorstellt, er hat gesagt, dass die Ice Climbers Probleme gemacht haben, sie auf dem 3DS darzustellen. Weil es halt zwei Charaktere sind, die gleichzeitig geengined werden müssen. Die auch keiner haben will, wenn ich das mal so sagen darf. Das ist ja, das sei jetzt dahingestellt, er will, er will sie anscheinend dabei haben. Auf jeden Fall, auf dem Wii U geht es natürlich locker, aber auf dem 3DS hat er Probleme. Das heißt, vielleicht sehen wir die Ice Climbers auch gar nicht wieder. Er probiert es, ist die Frage, ob das klappt. Ne? Ja. Naja, gut. Aber gerade so ein Doppelcharakter ist ja eigentlich was Besonderes gewesen in Smash Bros. Ja, aber also ich persönlich, ich habe mit denen nie gespielt so. Aber ich sag mal so, wenn du mit den Ice Climbers wirklich gut spielen konntest, die waren richtig gefährlich. Also ich sag mal so, wenn das wirklich machbar wäre, die jetzt auf den 3DS zu bringen, dann würde ich mal schon sagen, also so unbeliebt waren die Ice Climbers nicht. Ja, also ich sehe das auch so, ich würde lieber mehr Charaktere haben, also wenn die also lieber ein zu viel als ein zu wenig, so sehe ich das auch, aber für mich jetzt kein Muss-Charakter. Genau. Wen man natürlich eintauschen könnte gegen die Ice Climbers, sind zum Beispiel die beiden Zwillings-Ninjas aus Wario Touch, oder wie es heißt. WarioWare. Die schon eine Helfer-Trophäe sind, oder? Die schon mal eine Helfer-Trophäe waren im Brawl. Kat und Ana heißen die, oder? Genau. Ja. Die beiden waren ja von vielen Fans auch in einer sehr gut, also die waren sehr gewünscht von denen, allen, von den Fans halt. Und deswegen würde ich sagen, dass ja die Wario-Reihe ist ja jetzt auch sehr berühmt, also die ist ja, die wird von allen sehr gemocht. Das glaube ich halt, dass sie das einbauen. Da kann ich noch kurz ergänzen, dass Wario im neuen Smash Bros. Halt nicht mehr unter der Mario-Reihe fällt, sondern als eigenständige Reihe. Deswegen, weil Wario ist ja jetzt, wie du gerade sagtest, eine eigene Reihe. Deswegen könnte man natürlich die Charakterroster von Wario natürlich einbauen, sag mal so. Dass da noch andere aus dem Franchise kommen, das ist möglich. Ich meine, da gibt es ja auch viele Charaktere, die jetzt so beim anderen Nintendo-Spielen nicht vorkommen. Die auch ein bisschen anders aussehen, sag ich mal. Was ich noch sagen wollte, also es war jetzt vor kurzem, wurde auf der neuen Super Smash Bros. Seite, auf der offiziellen, kommen ja immer Screenshots von direkt von Sakurai aus dem Studio. Und da war jetzt letztens gerade ein Bild, da wurde gezeigt, dass jetzt die Animation, wenn du aus dem Bildschirm rausfliegst oder runterfällst, kam ja immer so eine Fontäne. Ja. Die hatte immer die gleiche Farbe, und jetzt sind die Spielerfarben bezogen. Das heißt, man weiß genau, wer den Punkt gemacht hat. Das heißt, wenn Spieler 1 den rauskickt, ist es meinetwegen eine rote Fontäne, wenn Spieler 2 rauskickt, ist es eine blaue oder eine grüne, je nachdem. Also das heißt, man wird das jetzt unterscheiden können, man sieht sofort, wer den Punkt gemacht hat. Nette Kleinigkeit, ja.
Es ist jetzt keine großartige Sache, wo ich jetzt sage, boah, ey, aber es ist ganz nett. Ich finde das praktisch. Nee, aber sowas ist auch gut, weil, wie gesagt, manche, wenn du zum Beispiel auch ein Turnier hast oder sowas, dann sieht man nicht, okay, wer hat denn jetzt den Punkt geholt, wenn du jetzt zum Beispiel ein Leben-Match hast oder sowas. Fragt man sich, hast du jetzt den Punkt geholt oder du hast den Punkt geholt, wa? Nee, du hast den. Also, weißt du, dieses Gespräch dann da zwar, das kommt dann halt nicht mehr dadurch. Und da war es Ungewissheit. Und jetzt beleidigt man sich, du Arsch, warum hast du den Kill bekommen? Ja, das macht immer, das ist so ein bisschen Fun-Action nochmal dazu. Das sieht weißt man du? Direkt. Stealer, du. Ja, nein, du warst das. Nein, du. Ja. So, und nochmal, um direkt mal ein paar Zitate einzubringen von Sakurai. Also, jetzt bezüglich die Frage von anderen Charakteren, wie zum Beispiel Sonic und Snake, hat er zum Beispiel gesagt, I think Snake and Sonic joining were fantastic. It made many fans happy and in broadened the Smash Bros. Arena, hat er gesagt. Also er hat praktisch gesagt, dass die sehr, sehr gut angekommen sind, weil es auch viele Fans halt gemocht haben und dass sie halt ein bisschen Aufregung in die Arena gebracht haben. Das heißt, er wird ja nicht abgetan sein, sag ich mal, vielleicht ein, zwei Charaktere davon wieder zu übernehmen, vielleicht sogar beide. Wenn er schon so positiv über sie spricht, ne? Aber was er halt auch gesagt hat, however, introducing more non-Nintendo characters will lose the focus of the game, so I also recognize the need to narrow it down. Das heißt, er will nicht zu viele mit einbinden, weil es sonst das Spiel verschiebt. Es ist ja praktisch ein Battle zwischen Nintendo-Charakteren, nicht zwischen anderen. Ja. Hat er recht, ja. Hast du noch mehr Zitate oder? Dann habe ich noch, kann ich noch mal indirekt zitieren. Und zwar hat er außerdem noch gesagt, dass es für ihn die Hölle ist, auszusuchen, welche Charaktere reinkommen und welche nicht. Das habe ich auch mitgekriegt. Das ist für ihn, also er hat das so spaßhalber gesagt, das ist schlimmer für ihn als zu sterben, sag ich mal. Und mit den Charakteren mit verbunden das richtige Balancing, das mit einzubinden. Das schränkt dann auch wieder die Anzahl ein, die man reinbringen kann. Weil je mehr Charaktere, umso mehr musst du da aufpassen. Ja, das stimmt. Ja, damit kommen wir. Achso, Fabian, wolltest du noch was sagen? Ich wollte jetzt auch eine kleine Überleitung machen, weil Markus gerade das Balancing angesprochen hat. Eine bestätigte Sache bisher, sag ich mal, ist ja noch, oder zwei bestätigte Sachen, ist, dass man irgendwie das Aussehen der Charaktere relativ großzügig irgendwie variieren können soll. Ja, stimmt, das kam ja jetzt gerade neu rein, ne? Genau, und noch, dass man deren Fähigkeiten irgendwie variieren können soll. So, und da stellt sich jetzt die Frage, wie das gemeint ist. Also das war nur in einer kurzen Twitter-Meldung, glaube ich, oder irgendwie so. Und also wenn man jetzt wirklich Angriffe auswählen könnte, ob man den jetzt oder den haben will, das würde ja das komplette Balancing irgendwie noch erschweren. Aufwerfen, genau. Deswegen, also das ist interessant, wie die das so gemeint haben. Erstens ist halt das Balancing dann halt so ein bisschen in Gefahr. Ich sehe das so, dass das Balancing dadurch so ein bisschen in Gefahr gerät. Weil wenn man jetzt zum Beispiel so einen Vergleich zum anderen Spiel hat, wo die Fähigkeit man auch auswechseln konnte. Ich sag zum Beispiel Dragon Ball zum Beispiel. Das gab's auch einen Teil, wo du halt die Fähigkeiten umwechseln konntest. Mhm. Und das hat halt das Balancing richtig. Also ich fand's nicht so schön. Und wenn man das jetzt wirklich machen kann, so dann. Ja, dann. Gibt es zwar Unterschiede bei den Kämpfen, aber naja, wie kann ich das sagen? Ich finde es nicht so berauschend. So. Spender, kann ich kurz mit einhaken bei dem Dragon Ball Beispiel. Das kenne ich auch nur zu gut. Gab es ja für Tenkaichi oder für die Xbox die neueren Teile, das halt so ein Quader gehabt und dann verschiedene Punkte konntest du einkaufen, so Attacken. Mhm. Die sahen dann auch so Tetris, Steine und so weiter, hast du auch einen begrenzten Platz gehabt. Und es hat dann durchaus schon die ganze Balance ziemlich gedreht. Ja, das ist halt. Ausgerüstet Charakter hattest. Ja, und außerdem, es ist irgendwann unübersichtlich. Also, es ist irgendwann, wenn du dann überlegst, so, oh, was hab ich denn da jetzt angelegt? Oder wie kann ich jetzt umändern? Natürlich kannst du dadurch eine andere Strategie entwickeln. Wie du halt jetzt zum Beispiel kämpfst oder sowas. Das ist ja schon, das macht schon mal in so einen Fun-Faktor rein. Mhm. Aber wenn du irgendwann nicht mehr klarkommst, also ob du jetzt die falschen Fähigkeiten hast oder sowas. Ich sag ja zum Beispiel so, irgendwie auch wieder so ein anderes Beispiel zum Beispiel. Du bist bei irgendeinem Rollenspiel, hast einen Magier und du hast die falschen Sachen geskillt, da kommst du nicht klar, da bist du voll am Losen. So. Und wenn das
Und wenn das jetzt bei Super Smash Bros. Ebenfalls der Fall ist, so, dann kannst du richtig, da vergeht einem der Spielspaß. Ja, das ist auch so eine Sache. Also jetzt mal abgesehen noch davon, dass ich glaube, Dragon Ball ist so ziemlich das schlechteste Beispiel für gutes Balancing. Das ist ja völlig übertrieben zum Teil. Wobei ich auch sagen muss, dass mir bei dem Spiel... Warte mal, darf ich nur noch kurz meinen Gedanken zu Ende bringen? Was ich auch mir doof vorstelle, wenn man nicht weiß, welche Attacken der Gegner jetzt womöglich hat oder so. Zum Beispiel Marios Wasserpistole oder so, die nützt jetzt in nur ganz wenigen Szenen. Und wenn du dann nicht jetzt weißt, ob dein Gegner die jetzt, sag ich mal, ausgerüstet hat oder nicht, und dann packt er die da auf einmal aus, wenn du dich gerade retten willst oder so. Das ist, ich weiß nicht, irgendwie so ganz gefällt mir der Gedanke jetzt auch nicht, dass man da so wechseln könnte. Ja, weil so kann man sich überhaupt nicht mehr auf sein Gegenüber einstellen. Genau, das ist. Vorher wusste man schon, womit man rechnet. Bei Fox muss man damit rechnen, dass man mit Laser zugespammt wird und sowas alles. Konnte man immer schon mit rechnen, weiß ich. Kann ich für mich selbst sprechen. Und was ich noch sagen wollte zum Balancing, zum Thema Balancing. Für mich als Privatspieler ist es ja nicht also für mich persönlich ist es Balancing eigentlich eher nebensächlich. Für mich kommt es, das Coole an Super Smash Bros. Für mich ist, dass ich einfach mit meinen Lieblingscharakteren spielen kann und andere Charaktere vermöbeln kann und andere Spieler. Und da kommt es mir jetzt nicht so sehr darauf an, ob der Charakter jetzt 1% mehr Schaden macht oder 1% weniger oder ob das unfair ist oder nicht. Das interessiert mich nicht, weil ich mit meinen Lieblingscharakteren spielen. Ja, aber ich meine, Leute, die jetzt, sag ich mal, das für Turniere und so weiter sehen, für die scheint es dann schon wieder wichtiger zu sein. Aber für mich persönlich geht es darum, dass ich einfach mal verschiedene Charaktere, die ich liebe, in einem Spiel zusammensehe. Ja, aber bei dir zu Hause könnte es ja auch Unpässlichkeiten bringen, sag ich mal, wenn du jetzt gegen einen Kumpel spielst und sein Lieblingscharakter ist völlig der Noob im Vergleich zu deinem Charakter. In dem Sinne könnte es halt auch, es ist dann auch in deinem Interesse, dass die gebalanced sind. Wobei ich sage, bei Brawl war das jetzt auch nicht das große Problem. Alle sagen, dass Metanet zum Beispiel sehr OP war und so weiter. Also das hängt halt immer davon ab, sag ich mal. Es ist ja zum Beispiel so, auch mal, wo du gerade nochmal Brawl ansprichst. Guck dir König DDD an zum Beispiel. Der hat einmal mit seinem Hammer raufgehauen, du fliegst meilenweit weg. Und da ist ja schon, da muss ich Fabi recht geben, da ist das Balancing wirklich wichtig. Weil wenn du zum Beispiel einen hast, der wirklich kaum spielen kann, also der wirklich Brawl keine gute Ahnung hat oder sowas, und jetzt einen Charakter spielt wie zum Beispiel Pummeluff und du spielst einen wie Ganondorf, dann hat natürlich Pummeluff keine Chance, ist ja klar. Also da ist schon wichtig, dass das Balancing natürlich gut ausgereift ist. Also dass wirklich Chancengleichheit besteht, dass ein, sagen wir mal, ein Noob gegen einen Champ sozusagen gewinnen kann. Weißt du, so zum Beispiel. Ist jetzt auch wieder ein blödes Beispiel. Das ist ja gerade, wenn du balancest, dann wäre es ja gerade nicht so. Dann wären alle Charaktere ungefähr gleich. Von der Stärke her, und dann kann ein Noob praktisch gegen einen, der schon erfahrener ist, kaum was machen. Wenn der Noob jetzt aber, sag ich mal, einen starken Charakter nimmt und der Pro vielleicht einen etwas schwächeren, dann kann auch der Noob hat bessere Chancen, sag ich mal. Deshalb ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass es vielleicht Charaktere gibt, wo man sagt, die sind richtig stark. Den kannst du mal spielen, damit mit dem kommst du gut rein ins Spiel. Hat auch nicht nur negative Seiten. Für Turniere ist es natürlich komplett negativ. Ja, natürlich. Bei Turnieren ist ja klar. Privatperson ist ja klar. Wenn du alleine spielst oder mit einem Kumpel, da ist es ja eigentlich auch nicht so. Also da ist eigentlich auch ein bisschen egal, sag mal so. Gut, okay. Habt ihr noch irgendwas zu dem Thema, irgendwas, was ihr noch sagen wollt? Mir ging bei der Diskussion gerade durch den Kopf hier sowas wie ein Easy-Mode. Aber alternativ gibt es ja dann natürlich hier Handicap-Matches und so weiter. Genau. Ja, den gibt es ja natürlich auch dann wieder. So, fällt euch noch irgendwas ein, was jetzt irgendwie bestätigt wurde durch ein Interview, irgendwas, was ihr gelesen habt, was ihr noch einwerfen wolltet? Ja, ein wichtiger Punkt, das sogenannte Tripping, dieses Stolpern. Genau. Stimmt, das Stolpern. Das wurde jetzt rausgenommen und damit ist das neue Smash Bros. So gesehen wieder richtig turnierfähig. Ja, stimmt, dieses zufällige. Ich finde auch, dass das einzige Möglichkeit, um zu stolpern, sollte die Banane bleiben. Von Diddy. Die kannst du wirklich gut dafür benutzen, die ist dafür ausgelegt. Ich meine, die bei Mario Kart rutscht du auf der auch aus, also warum würdest du es da nicht tun? Ja. Ich meine, wenn du dem Gegner direkt in die Fresse wirfst und der rutscht halt aus, ist ganz witzig. Ja. Ah, das war gleichzeitig halt ein Kritikpunkt an Brawl generell gewesen. Das war einfach bloß störend. Einfach so zufällig hinfallen. Du bist zum Beispiel im Sudden Dead, kann das über Sieg oder Niederlage entscheiden. Du so, ich hau dir in die Fresse und dann rutschst du aus, oh nein, bam, tot. Ja, vor allem, was war die Idee dahinter, dass die alle so klobige Beine haben und deswegen irgendwie, also ich verstehe es auch nicht, ne? Das,
Weil, vor allem, ich kann mir bei, jetzt muss ich wieder damit anfangen, bei Sonic kann ich mich richtig verarschen, der rennt halt den lieben langen Tag durch die Gegend und packt sich ausgerechnet in Brawl immer auf die Fresse dann, weil halt mehr, ich glaube, das hat auch ein bisschen mit der Anzahl der Schritte, die du gemacht hast, zu tun. Ja, und das war halt ein bisschen irgendwo. Und was ich zum Beispiel, da muss ich auch was sagen noch, was so bestätigt worden ist, dass es leider keinen Story-Modus mehr geben wird. Genau, ganz wichtig. Ja. Und das war jetzt nämlich auch das, was du vorhin angesprochen hast mit diesen Cutscenes. Die haben ja gesagt, dass es keine, dass es keine gerenderten Zwischenszenen geben wird oder so. So wie im Super Mesa. Genau, und dadurch ist ja letztendlich kein Story-Modus möglich. Erstmal hört sich das so an. Ja, aber sie haben in dem Zusammenhang haben sie gesagt, dass sie irgendwie Vorstellungsvideos für die einzelnen Charaktere machen. Richtig. Ja, das ist halt, da dachte ich dann halt an sowas wie eben dieses Vorstellungsvideo von Mega Man. Wenn man sich jetzt aber mal dann genau durchgelesen hat, was die Begründung war. Das ist völlig lächerlich. Bei der Begründung habe ich angefangen zu lachen. Die war lächerlich hoch 3. Also Leute, wer das mal durchlesen möchte, ich glaube, ein Link ist in der Beschreibung oder sowas. Also da stehen ja alles drin. Du könntest auch ruhig mal sagen, also der Grund war, dass beim Brawl halt irgendwelche Hacker und Ripper sofort sich die Cutscene von der ROM beschafft haben und haben sie halt direkt bei YouTube hochgeladen, bevor das Spiel überhaupt draußen war. Das heißt, er meint sozusagen damit, dass das schlecht ist, aber ich meine, es kann doch wohl jeder für sich selbst dann entscheiden, ob er sich schon spoilern möchte oder nicht. Erstens das und zweitens, das ist eine, also wenn man Cutscenes reinmacht, das ist eine wunderbare Werbung für sie. Wenn die Leute sehen, dass eine Cutscene so gut gestaltet ist, dann sagen doch die Leute, ey, das Spiel ist geil, das kaufe ich mir. Genau. Dann müsste auch noch kurz einhaken. Oh mein Gott, da sind Pilz und Mario zusammen, wie geil ist das denn? Was ich noch ergänzen möchte, ist, wie in Cutscenes, die hochgeladen worden sind, hat der Sakurai gesagt, dass sein Team halt hart gearbeitet hat, die zu erstellen. Die wurden dann halt hochgeladen. Und dass viele Spieler sich jetzt dadurch den Überraschungseffekt vollkommen versaut haben. Und wenn er die jetzt einbauen würde, noch die Cutscenes, könnte er die Spieler nicht mehr überraschen. Und damit kommt er selber nicht mehr klar. Und darum hat er sich gesagt, lassen wir raus. Und damit ist jetzt der Story-Modus, so wie er sein sollte, in Gefahr. Ja, das kann sein, aber wobei ich auch sagen muss, dass ja die Wii U jetzt eine schöne neue Grafik hat und da sind natürlich auch Ingame-Szenen möglich, muss ich sagen. Also wenn man sich da die Mühe macht, ich weiß jetzt nicht, ob das so realistisch wäre, aber Ingame-Szenen wären theoretisch möglich. Also weil Ingame-Szenen kannst du nicht runterrippen, die musst du aufnehmen. Die sind ja nicht sozusagen, die werden ja immer neu geladen. Die sind ja nur auf dem Game abspielbar. Ja. Deshalb, das wäre halt noch möglich. Ja, und vor längerer Zeit, also jetzt bevor die das mit den Zwischensequenzen, sag ich mal, gesagt haben, wurde ja eigentlich auch schon bestätigt, dass es einen Story-Modus geben soll. Deswegen war das ja völlig merkwürdig, Es war zweideutig, was sie. Also es heißt, dass es noch keinen Aus für den Story-Modus bedeutet, aber kein Fall. Der Story-Modus, wie wir ihn kennen, wird es wahrscheinlich nicht geben. Nee. Okay. Gut, dann würde ich sagen, habt ihr noch mal eine Frage? Habt ihr noch irgendwas? Fällt euch noch was ein? Ansonsten würde ich jetzt so zum nächsten Punkt übergehen. Naja, also ich kann ja mal noch eine Sache jetzt hier einhaken. Reden wir noch über Charaktere oder? Ja, das würde jetzt gleich kommen. Ach so, würde jetzt kommen, ja. Gut, der nächste Punkt sind nämlich die Veränderungen, die halt über bestätigte Veränderungen haben wir jetzt gesprochen. Und jetzt würden Veränderungen kommen, die wir uns vielleicht denken. Oder können auch nochmal ein paar bestätigte einwerfen, ist ja egal. Also der erste Punkt, den ich hatte, wären die Charaktere. Und zwar diesmal machen wir das mal so, dass wir davon ausgehen, welche Charaktere gab es bei Brawl, welche glaubt ihr bleiben, welche glaubt ihr fliegen raus, welche glaubt ihr kommen neu. Da sind natürlich auch viel Spekulation dabei, aber mir macht sowas Spaß. Ja, als richtiger Fan muss man sich darüber mal einen Kopf machen. Ich habe hier eine Liste vor mir, ich werde die jetzt einfach mal durchgehen. Wir gehen jeden Charakter durch und dann wird sich das ja schon zeigen. Kann ja jeder ein Statement dann kurz abgeben. Genau, okay, also wir fangen mal ganz stupide an. Okay. Mario und Luigi brauchen wir, glaube ich, nicht drüber diskutieren. Na, außer über Luigi, dass die jetzt halt seinen Kampfstil halt umändern wie Luigi's Mansion 2. Also es würde mich auch freuen. Also ich muss ehrlich sagen, Luigi ist zwar der Bruder von Mario, aber das heißt dann nicht, dass Luigi jetzt gerade, wo jetzt sein Jahr ist, wie die Japaner immer sagen, hört sich fast an die Ohren, ne? Mhm. Naja, auf jeden Fall, es wäre cool, wenn sie ein bisschen mehr unique machen würden im Vergleich zu Mario. Ich meine, er muss ja nicht genau gleich sein.
hätte er verdient, ja, in seinem. Ja, weil er einfach jetzt wirklich ein großes Potenzial an Movesets hat. Wenn Mario seinen Dreck wegbenutzen kann, darf Luigi doch wohl auch seinen Schreck wegbenutzen. Nein. Ganz so sehe ich es auch, ja. Jo, genau. So, und ich meine mal, der Dreck weg von Mario ist nicht unbedingt so gut. Ich hoffe, dass der Dreck weg dann wenigstens cool wird. Wenn sie den benutzen. So, jetzt wird schon wieder ein bisschen interessanter. Was meint ihr denn, wie sieht's denn mit Peach aus? Bleibt sie oder fliegt sie raus? Also, ich muss sagen, sie war ja in Melee, sie war in Brawl, aber wird sie da jetzt auch bleiben? Ich glaube, ja, die. Also ich würde sagen, die schmeißen die nicht raus, hallo? Mario braucht doch seine Olle. Also bei Markus, wolltest du kurz was sagen? Oder machen wir gleich eine Reihenfolge, dass wir immer uns nicht so in Wort fallen pro Charakter? Okay. Das wäre gut, ja. Dann machen wir jetzt einfach mal, um die Gäste ein bisschen zu bevorzugen, machen wir Spendem, Markus, Fabi und dann nicht. Gut. Okay, also bei was ich bei Peach sagen möchte, ist halt Folgendes. Ihr könnt euch doch an das Peach-DS-Spiel erinnern. Ja. Und ja. Da hatte sie Movesets, die zum Beispiel mit diesem Schirm gut in Verbindung gebracht worden sind. Ja. Man kann zum Beispiel diesen Schirm gut als Waffe benutzen oder sowas, weil sie kann durch diesen Schirm kannte sie Fähigkeiten, zum Beispiel Root Rage oder eine Wasserfontäne konnte sie halt machen oder sowas. Genau. Da kann ich mir gut vorstellen, dass sie vielleicht Peach so ein paar alte Movesets lassen, aber so in Verbindung mit dem DS-Teil bringen. Also, dass sie sozusagen so, sagen wir mal, zwei neue kriegt und so zwei alte behält, sag ich mal so. Also ja, und Markus ist ja jetzt dann... Ja, bisher, in Brawl, glaube ich, hat sie ja auch ihren normalen Schirm schon gehabt zum Gleiten und so weiter, zum Schweben. Ja, ja, also auch so, dass sie generell drin bleibt, würde ich auch sagen, einfach so ein Fundament. Die Special nach oben war der Schirm. Genau, genau. Ja, werden sie nicht rausschmeißen. So, Fabian, hast du noch was zu ergänzen? Ich meine, wenn alles jo. Gesagt wurde, können wir auch zum nächsten schon gehen. Ja, wir dürfen ja auch nicht zu viel Zeit bei jedem Charakter verschwenden, sag ich mal. Ey, Leute, wir haben eine Sache muss ich noch sagen, und zwar, ich meine, wenn man Mario und Luigi drin hat und Bowser drin hat, wie ich ja schon bestätige, das ist ja der nächste Charakter, dann muss Peach ja auch drin sein, weil Peach immer von Bowser entführt wurde. auch, ne? Okay, also Bowser, wissen wir ja schon, dass er drin ist, brauchen wir jetzt nicht groß drüber reden. Ich finde cool, dass er jetzt mehr aufrecht steht, er sieht jetzt viel besser aus als vorher. Und dass er nicht mehr auf Rollen fährt. Wie so ein dicker Panzer. Ja, Mann, das war so episch, ey. Nett, ja. Also wirklich, als ich mit ihm das erste Mal gerannt bin, auch so, what the fuck? Er sprintet jetzt halt richtig. Hat auch ein paar neue Moves drauf, finde ich extrem geil. Wer es sich ansehen will, kann sich nochmal das Interview mit Sakurai angucken. Da sieht man ja ein bisschen Vorschau von Bowser. Mhm, genau, diese extra Direct-Show, die sie dazu hatten. Ja. Vielleicht blende ich das jetzt sogar auch ein, das weiß ich noch nicht so genau. Kommen wir okay. zum nächsten, Bowser Jr. Was noch haltet ihr davon? Nee, erstmal sind wir noch bei den Brawl-Charakteren. Oh, Entschuldigung, oh, sorry. Spoiler. Rückspulen. Jetzt mal Brawl-Charaktere durch und überlegen, was dann. Yoshi, was glaubt ihr denn zu Yoshi? Warum ist Yoshi noch nicht auf der Seite? Warum? Ja, weil die es langsam angehen. Ganz einfach. Vielleicht, guck mal, die haben ja auch jetzt. Achso, Spendem. Ich wollte jetzt nicht das Wort wegnehmen. Wir können ja auch mal von der anderen Seite anfangen. Du durftest zum Schluss gerade nichts sagen, also. Dann mach mal Fabi und dann machen wir Markus, Spendem diesmal andersrum. Bei jedem Mann hat Markus Glück, ey, immer in der Mitte. Kein Entkommen. Ja, nee, klar. Also, Yoshi, denke ich auch, wird sowas von mit dabei sein. Der bekommt ja jetzt auch bald wieder sein eigenes Spiel. Ja, vielleicht wird es ja da sogar irgendwie was in die Richtung geben, ja. Also. Dieses Garn-Spiel, meine ich jetzt, genau. Um dazu mal was zu sagen, wer sich beim Super Smash Bros. Dojo bei Brawl schon vorher gespoilert hat, da kam Yoshi ja auch schon relativ spät, ne? Ja, nee, aber die können jetzt... Ganz kurz bevor das Spiel rauskam, wurde er erst hinzugefügt, deshalb glaube ich, er wird auf jeden Fall wiederkommen. Ja, und wie du gesagt hast vorhin schon, die werden sich das ja hier aufsparen. Also jetzt erstens aufsparen, um halt hier ein bisschen Zeit zu überbrücken und zweitens werden die ja noch gar nicht zu allen, denke ich mal, jetzt soweit schon hier fertige Charakterbilder und so haben, die man jetzt vorzeigen könnte, oder? Also, die werden da zurzeit noch dran arbeiten. Kann schon sein, ja, weil Yoshi wollen sie jetzt auch auf HD überarbeiten, oder vielleicht spekulieren sie auch noch, ob sie jetzt Garn-Yoshi benutzen vielleicht, das fände ich da nicht so toll, aber wer weiß. Es gab ja auch immer zwei Links, ne, ab genau. Mele, also... Vielleicht überlegen sie sich da noch was. Okay, dann wollt ihr noch was zu Yoshi so unbedingt sagen, oder? Ja, doch. Also, ich glaube, Yoshi lassen sie auch drin, weil er einfach sau beliebt ist unter den Nintendo-Fans. Ja. Oder auch schon wirklich lange damit dabei ist, den werden sie nicht rausnehmen und für ein 3DS bekommt er doch auch einen neuen Titel. Da kann ich mich gleich einhaken, genau. Da kann ich mich gleich bei Markus einhaken und zwar,
ist es ja so, dass Yoshi eines der traditionellsten Spiele überhaupt von Nintendo ist. Wenn ich das richtig gesagt habe. Also, dass er ist halt der wichtigste Charakter von allen. Finde ich, Yoshi gehört ja schon seit Brawl Anbeginn dazu. Und wenn sie den rausnehmen, ich glaube, dann zerbrechen sehr viele Herzen. Ja, er ist ja praktisch einer vom Standard-Roster. Er ist eigentlich safe. Also kann man eigentlich nicht anders sagen. Er war schon beim ersten dabei. Warum sollte er jetzt auf einmal rausfliegen? Ja, das wäre ein bisschen komisch, wenn er rausfliegen würde. Genau. Okay. Generell würde ich zu dem Punkt nochmal kurz anschließen. Alle, die im Original-Smash mit bei waren, sind sowieso safe 100%. Genau, die sind sowas von verankert im Spiel. Die werden sie nicht rausreißen. Okay, gehen wir mal weiter. Wie sieht's aus mit Wario? Wie schon angesprochen, es kommt ein neues Wario-Spiel raus. Und Wario halt. Wie heißt das Spiel? Wario Wii U? Weiß ich nicht. Wario, warte mal. Ja, eigentlich, war das das alte? Nee, das hatte irgendwie einen neuen Namen. Game and Wario. Game and Wario, richtig. Game and Wario. Und da die Reihe jetzt auch große Beliebtheit hat und halt von vielen gespielt wird, sage ich ganz einfach, Wario bleibt drin. Also, ja. Ich fände es halt extrem cool, wenn sie halt sein normales Aussehen geben würden und nicht dieses Biker-Outfit. Ich würde das Biker-Outfit lieber als Skin lassen und ihn halt sonst normal aussehen lassen. Jo, ich würde sagen, dass gerade sein Gegenteil des Biker-Outfit wird mittlerweile zu seinem richtigen Outfit werden, weil er halt wie seine eigene Wario-Reihe steht. Ja, kann auch sein, dass sie das lassen. Ja, das stimmt. Auf dem Cover von Game & Wario hat er das ja auch an, oder? Mhm. Und Game & Wario, ich glaube, ist schon wieder so eine Art Spin-Off von der WarioWare-Serie. Sonst hätten sie es WarioWare genannt. Mhm. Ja. Und bei den Game & Wario, da sind da, glaube ich, irgendwie nur 12 Minigames irgendwie drin. Und nicht hier diese typischen über 100 Stück. Die alte Knallnase dürfen sie nicht rauswerfen, ne. Nee, die muss dann bleiben. Okay, machen wir mal, um ein bisschen Speed abzumachen. Was sagt ihr denn zu Donkey und Diddy? Ja, denke ich, kommen auch auf alle Fälle wieder rein. Ja, die zwei Affen, also Donkey absolut. Bei Donkey. Diddy könnte man jetzt überlegen, ob der vielleicht durch einen anderen Affe aus der Familie ersetzt wird. Genau, dachte ich mir nämlich auch so. Ist nicht ausgeschlossen, ne? Also, wobei Diddy ja halt auch wieder bei dem neuen Donkey Kong Country vorkommt, ne? Die sind ja eigentlich das Dream Team schlechthin, ne? Es kann ja sein, dass noch jemand dazukommt. Genau, aber Dixie macht mit. Weißt du, das ist das, was so ein bisschen komisch ist. Tut mir leid, dass ich jetzt ins Wort falle. Aber, weil ja Dixie, er hat jetzt eine große Rolle bekommen. Und Dixie Kong war das letzte Mal in dem Mario Baseball-Spiel dabei. Mario Super Sluggers. Da war sie das letzte Mal wirklich als Charakter dabei gewesen. Und jetzt, da sie die neu reinbringen ins Spiel, würde ich schon sagen, dass vielleicht Dixie Kong jetzt den Platz von Diddy übernimmt. Zumindest für das eine Spiel oder so. Ist möglich, auf alle Fälle. Ja, finde ich auch sehr plausibel. Mein Roster, was ich damals entworfen habe, da hatte ich Diddy Kong auch als Wackelkandidaten drin. Mhm. Mit der auch schon daran gedacht, halt, dass sie vielleicht einen anderen Affen dafür reinnehmen werden könnten. Mhm. Genau. Und da Tropical Freeze halt angekündigt wurde und da Dixie auch halt zu sehen ist. Bei Tropical Freeze wird es ja 4 Affen geben, ne? Also es ist ja durchaus, also der 4. ist ja noch gar nicht bekannt, soweit, also mein Stand jetzt. Wäre cool, wenn es Lanky wäre. Ja, Lanky! Lanky Kong, man. Also da ist auf alle Fälle was möglich mit Diddy. Ja. Also würde ich sagen, Donkey bleibt drin und Diddy ist vielleicht so ein Wackelkandidat. Ja, der könnte replaced werden, ist aber auch nicht wirklich, also kann man nicht wirklich sagen, das ist. Ich schließe mich an. Kann man einfach sagen, der Meinung. Sein oder nicht sein. Okay, kommen wir zu Link, er ist 100% safe, wir haben ihn schon gesehen, er gehört zum Standard, er kann gar nicht rausfliegen. Okay, jetzt wird's wieder interessant, Zelda und Sheik. Ich wollte noch kurz was zu Link sagen. Achso, ja, sorry, tut mir leid, was wolltest du? Ich hätte vermutet, dass er Skyward Sword Link reinkommt, aber wenn man mal direkt guckt und vergleicht, ist es tatsächlich der Twilight Princess Link. Im neuen Smash. Und was heißt das, liebe Kinder? Twilight Princess ist 1000-mal besser als Skyward Sword. Das ist auch interessant für eine spätere Frage dann, aber also für einen späteren Charakter dann die Frage. Aber ich glaube, ich weiß, wen Fabi meint. Kommt, wir gehen ja langsam weiter. Okay, Zelda und Sheik. Fabi war zuletzt dran, wa? Gut, dann bin ich jetzt dran. Ich hab genau.
Ja, das ist so eine Frage, das ist so eine Sache. Weil ja eigentlich in Twilight Princess gab es keinen Sheik. Aber Sheik war trotzdem bei Brawl dabei. Also ich sag mal so, Zelda auf jeden Fall, Zelda ist auf jeden Fall dabei, weil sie muss ja dabei sein. Aber bei In Sheik. welcher Form auch immer, weil ich hatte ja eine spezielle Idee, zu der ich nachher komme. Also ich bleibe bei der normalen Zelda und Sheik ist bei mir so ein Wackelkandidat. Also ich sage, er muss nicht rein, kann aber, sag ich Immer mal so. noch sie. Oder Sheik ist für mich Kerl. Es ist ja Zelda nur in Kostüm. Genau, Ja, okay, Rico. sicher. Wer den Manga gelesen hat, weiß, dass sie in einen Mann verwandelt worden ist. Punkt aus Ende. So. Darüber streiten wir in der nächsten Podcast. Nee, also das ist meine Meinung. Ich sage, Sheik ist für mich so ein Wackelkandidat und Zelda bleibt auf jeden Fall. So als ich sehe sie so als Nein, Twilight Princess. ich weiß ja nur, dass die junge Zelda, um sie vor Ganondorf zu schützen, wurde sie ja praktisch zu den Chicas gebracht. Deshalb kann sie ja die, hat sie ja die ganzen Ninja-Moves von den Chicas drauf, deshalb. Okay, anderes Thema. Weiter, ja. So, Okay. Markus. Ja, ich glaube, Zelda und Sheik werden sie nicht voneinander trennen. Die werden weiterhin als Doppelcharakter existieren. Kann schon sein, ja. Ja, kann gut auch sein, ja. Jo. Da kann ich mir auch schwer vorstellen, dass die da was Ja. ändern. Was spricht dagegen, dass wir Sheik auf einmal rausnehmen? Boah, das sehe ich nicht. Also ich hätte ja, wenn ich, na gut, dann muss ich das jetzt mal einbringen. Ich hätte ja gesagt, da wir jetzt, ne, machen wir erstmal weiter. Machen wir erstmal weiter, Nee, gehen wir mach doch, erst. du willst ja das aus deinem Roaster die Idee? Nee, Genau. da, das warte noch mal ganz kurz. Also erstmal Ganondorf. Was sagt ihr zu Ganondorf? Fabi ist dran, ich darf's noch nicht sagen. So, ja. Ja, also wenn Ganondorf nicht drin ist, dann läuft da, denke ich, auch wieder was falsch. Also mehr muss man dazu nicht sagen. Sie werden ihn, ich weiß nicht, ihren Brawl war ja ziemlich langsam und so, ne? Ich fand doof, dass er eine Kopie von Captain Falcon war. Ja. Sprechen wir gerade über den Leichen Gandorf? Ich fand den In voll cool. Melee war er Meli war ja ein auch. Extremer. Okay, gut, das kann ich jetzt hier. Also. Aber. Also, er wird auf alle Fälle mit dabei sein. Ich Wie meine, gut oder schlecht? er holt bei seinem Taunt oder bei seinen Moves holt er sein Schwert raus, benutzt es aber nie. Das wäre. Was soll denn das? Ja. Na gut, da gibt es auch noch was anderes. Da haben ein paar Hacker das natürlich geschafft, dass er damit kämpft, aber so, das ist. Also ich fänd's cool, weil ich meine, in Twilight Princess, im Duell zum Schluss, Oh, episch, ey, episch. benutzt er es auch. Warum soll das in Super Smash Bros. Nicht Das benutzen? wäre eine Abwechslung und Schwertkämpfer sind ja auch traditionellerweise sehr beliebt, ne? Also. Genau. Und es kann ja ruhig ein schwerer, großer Vetter mit ordentlich Rums sein. Und der kann ja auch ein paar Magie-Moves noch trotzdem drauf haben. Oh ja. Oh ja. Gut. Markus? Also, Gandalf bleibt. In welcher Form der da auftaucht, muss man gucken. Ob sie jetzt vielleicht ihn auch aus Twilight Princess nehmen. Also Nochmal. ich meine mal, er ist immer noch ähnlich wie Captain Falcon, er hat immer noch seinen B-Auflader, aber Catwalk and Punch ist genau das gleiche. Und den Griff B zur Seite hat er Naja. noch, der sieht zwar cool aus, ist aber im Grunde genommen fast der gleiche, außer dass er ihn halt festhält. Haben sie ein bisschen abgeändert, okay. Er hat den Kick, er hat Tritte und so weiter, aber die haben halt mehr Wumms. Also so an sich hat er auf jeden Fall, läuft er auf jeden Fall auf der gleichen Engine wie Captain Falcon, ein bisschen Alle abgeändert. Fälle. Bloß mit, ja, halt ein bisschen mehr Wumms hat dahinter. Ich würde ihn halt gerne, weil er ja so ein Bösewicht ist mit ordentlich Kraft, würde ich ihn halt gerne noch ein bisschen mehr einzigartig sehen, weil er ja auch eigentlich nichts mit Captain Falcon so zu tun hat. So, jetzt sage ich mir ein bisschen was dazu. Ja. Also, Hau mal da raus, jetzt kommt nämlich unser Bösewicht-Fan hier. ja, ihr müsst wissen, Leute, Gandalf ist mein Platz 1 von allen Bösewichten. Und ja, wenn man so auch die ganzen Zelda-Spiele wieder sieht, bin ich der Einzige, der immer so voll weit ausholt eigentlich? Bei Ne? was? Bei Mach den einfach mal. Beispielen. Okay, Hau also, mal raus, hau mal raus. wenn man so sieht, zum Beispiel, was Gandalf in dem Endkampf gegen Link hatte, jetzt bei Ocarina of Time. Er hat die Bälle geworfen, diese elektrischen Bälle. Dann hat er seine Macht gebündelt und eine schwarze Aura über sich gerufen. Zum Beispiel, das kann man machen, das kann man einbauen. Dann, wenn man nicht aufpasst, hat er auf den Boden gerammt. Also hat er seine Faust genommen und hat auf den Boden geschlagen. Das kann man zum Beispiel als unten B-Attacke einsetzen. Und was man natürlich auch nochmal machen kann, da kommen wir nochmal zu dem Belling Sing nochmal zurück. Man könnte wirklich machen, dass er ein
man drückt eine Taste und dann wechselt er auf sein Schwert. Und dann gibst du halt mit seinem Schwert weiter. Ja. Ich meine, es wird so... Wäre eine gute Option. Man kann mit... Also, was man auch machen könnte, ist, wenn er zum Beispiel den Smash Ball hat, verwandelt er sich ja im Brawl halt in Ganon. Aber nur halt in diesen kurzen Ganon. Du bist ganz kurz verwandelt, machst deinen Stampfer und rennst gegen den Gegner. Was man zum Beispiel machen könnte, ist, dass er sich so ein bisschen mehr bewegen kann. Zum Beispiel wie Giga Bowser. Giga Bowser konnte man ja auch steuern und konnte Schaden machen. Dass man das vielleicht auch so mit Gandalf ebenfalls machen kann. Ich meine mal, Sheik und Zelda wechseln ja mit B nach unten. Warum können? Da könnte Ganondorf auch den Style ändern. Ich meine, zum Schwert wechseln oder sowas. Ganz also genau. Man kann das auch. Ja. Man kann. Das wäre also ganz cool. Wenn man jetzt so mal wirklich von den ganzen Zelda-Teilen mal sieht, so Gandalf hat krasse Fähigkeiten. Der ist ja auch, deswegen nennt man ihn ja auch der Großmeister des Bösen, sag ich mal so. Und seine Magie, was er eines kann. Das würde man wunderbar einbauen können bei dem neuen Super Smash Bros. Weil er hat das Potenzial und da sage ich wirklich, da kann er. Die können sehr viel draus machen, aber die machen es leider nicht, würde ich jetzt mal so sagen. Ja, stimmt schon. In den Spielen, wo er kommt, ist er ein Allrounder und hier bei Brawl oder bei Smash Bros. Ist er bisher, ja, das sticht, nicht. Sticht er nicht so raus. Also ich hätte ihn gern mehr rausstechen lassen. Ich sag mal so, im Brawl stecht er, also ich sag mal so, da Gandalf mein Main-Charakter ist, finde ich, dass man wirklich mit seinen Movesets viel machen konnte. Genau. Aber, wie du schon sagtest, Real, er macht einfach so die Moves von Falken nach, Captain Falken. Genau. Und wenn sie da das anders gemacht hätten, dann wäre Gandalf in der Popularität noch ein Stück höher gekommen, sag ich mal so. Auf jeden Fall. Also deswegen wünsche ich mir, dass sie für Gandalf wirklich so sich die alten Zelda-Teile rausnehmen. Ich will jetzt einen finsteren Magier spielen, also nehme ich Gandalf. Und ja, so wirklich, so wie gerade gesagt. Nicht einen, der zuschlägt und zutritt, ich will jetzt einen Magier spielen, zack. Genau, dann kannst du gleich Captain Falcon nehmen. Ich meine, das Schwert ist ja auch magisch praktisch. Das ist ja, es ist ja ein magisches Ding. Es kann ja trotzdem immer noch, ich weiß ja nur, wenn man von Ganondorf getroffen wurde, da hat man immer dieses lilane Zeug auf sich gehabt kurzzeitig. Ich meine, das kann ja auch vom Schwert übertragen werden, das ist ja kein Problem. Ja, man, weißt du, wie du gerade sagst, man kann einfach so viel machen. Also Gandalf ist einfach ein Charakter, der, wie schon gesagt, ein Riesenpotenzial hat. Genau, okay, aber jetzt müssen wir mal langsam weitermachen, sonst halten wir so lange an einem auf. Jetzt kommt nämlich der Charakter, wo ich meine Ideen mich äußern werde, deshalb fange ich jetzt mal bei Toon Link an. Und zwar, Toon Link ist ja für mich ein Charakter, der stark auf der Kippe steht. Jetzt fragen sich alle, warum? Nintendo arbeitet doch gerade an dem HD-Remake, wie kann er ausgerechnet jetzt auf der Kippe stehen? Für mich steht er auf der Kippe, weil er ja einfach halt einer von diesen kopierten Charakteren ist, von Link selber. Das heißt, er steht so oder so schon auf der Kippe. Aber, was ich sagen muss, es wäre doch eine interessante Idee, wenn Nintendo jetzt sagt, okay, wir müssen aber trotzdem was haben, was Werbung für unser neues Zelda-Spiel ist. Und da wir ja immer irgendeine kleinere Version von Link drin hatten, warum nehmen wir nicht einfach Zelda, Toon Zelda, und lassen sie anstelle zu Sheik werden, lassen wir sie einfach zu Tetra werden. Das wäre die perfekte Werbung, es würde Sinn ergeben. Tetra hat ihre eigenen Moves, sie ist ein Pirat, der lässt sich viel zusammenspinnen, sag ich mal, an Möglichkeiten. Es wäre der perfekte Replace-Charakter für Toon Link. Toon Zelda, sag ich. Ist eine Idee. Was sagt ihr dazu? Würde ich gut finden, würde ich auch nur unterschreiben. Und ich noch dazu muss man sagen, dass bei Brawl auf der Liste der Charaktere, die geplant waren, denn tauchte der Name Zelda auf. Sag ich mal, Toon Zelda, tauchte dort auf. Das heißt, es war auch schon mal in Erwägung gezogen, dass es auch Toon Zelda gibt. Das heißt, es könnte jetzt soweit sein. Und so könnten sie jetzt mal den Kreislauf mit dem zweiten Link ein bisschen auseinanderbrechen. Genau. Ja, genau. Und weibliche Charaktere gibt es eh nicht genug. Das stimmt auch. Mhm. So. Weil es wenig weibliche Heldinnen gibt, ganz einfach. Ja, okay, kann man sagen. Gut, okay, da bei der Toon Zelda fällt mir jetzt nicht so ein, was ich jetzt dazu sage. Also die Idee ist cool, sag mal so. Und ja. Ich meine, man hätte ja auch man hätte auch wirklich nicht damit gerechnet, dass Tetra, also ich das Spiel zum ersten Mal gespielt habe, dass Tetra Zelda ist. Hätte man nie gedacht. Nee.
Ja, und also hat sich erst auch damit nach und nach so zusammengebaut wie ein Mosaik. Ja, und wie Markus sagt, es ist auch wirklich schwer, irgendwie jetzt in jedem Smash Brother, also jetzt jedem außer dem ersten, zwei Links oder zwei Link-Versionen drin zu haben. Deswegen genau. Das wäre erstmal eine nette Abwechslung. Okay. Ganz kurz noch, in meinem privaten Roster habe ich ja noch ergänzt gehabt, wenn es einen Seitenlink geben sollte, dann habe ich für mich so hingeschrieben, als so ein 8-Bit-Link, so in Pixelform. Das ist ja witzig, ja. Oder ein Deku-Link. Auch halt kleinerer Link im Vergleich zum normalen. Das wäre auch eine gute Idee, dass man einfach so mal diese Verwandlungen aus Majora's Mask ein bisschen einbauen könnte. Dann nehmt doch den Minish Cap Link. Genau. Der wird so klein und greift sich von innen an, der geht in deinen Körper rein und greift sich. Also, das wäre auch eine richtig schöne bunte Move-Palette, die man da aufbauen könnte. Ja, genau. Aber vielleicht auch schon wieder so vieles Guten, wer weiß. Huronwumme! Lassen wir uns überraschen. Das ist ja der Raider-Plan. Okay, ich würde sagen, gehen wir gleich mal weiter zu einem fünften Charakter, und zwar Samus. Ja, Samus ist ja auch bestätigt, ne? Also bestätigt. Samus ist bestätigt, sieht richtig cool aus. Was sagt ihr zu ihrem neuen Design? Ich finde das super genial. Top. Ich fand die Asa-M-Design schon sowas von sexy und geil, und jetzt haben sie es noch in Super Smash Bros. Übernommen. Sie sieht in HD einfach nur hammermäßig aus. Und ja, ich hoffe, dass man auch bald mal Zero-Suit Samus sieht, ohne dabei jetzt irgendwie komisch zu sich anzuhören. Kann man doch schon, oder? Ich bin hier gerade auf der Smash Brother Seite. Ich werf mal kurz einen Blick drauf. Konnte man sie schon sehen? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Ah, super, meine Maus ist gerade schon wieder leer. Gerade jetzt, wo ich nachgucken will, ja. Kann man sehen, na? Mal hier kurz die Batterie aus. Zero Suit Samus ist ja damals auch im Ball-Trailer. Schöner Fanservice. Mit aufgetaucht. Vielleicht habe ich nur andere hochauflösende Bilder von ihr gesehen. Nee, also bisher gibt es keine. Aha, was denn für Bilder? Ja, das wüsstest du jetzt gerne, ne? Nee. Zero Suit Samus, da gibt es ja auch im Internet so einen Fanfilm, da kämpfst du gegen Master Chief. Ja. Okay. Das ist auch sehr cool gelungen. Fällt mir gerade so ein. Okay, dann gucken wir mal weiter. Und zwar Kirby und Meta Knight und König Dedede. Kirby ist klar, bleibt drin, schon bestätigt. Was sagt ihr zu Meta Knight? Fabi, fang du mal an. Meta Knight, ja, also ich weiß ja auch gar nicht, wie die bei Brawl darauf gekommen sind, den reinzubringen, aber der kam ja super gut an, ne? Der war ja bei vielen ein super beliebter Charakter. Er steht bei vielen für den OP-Charakter schlechthin. Ja, naja, das können die ja vielleicht ein bisschen ändern, wenn das die Leute glücklich macht. Aber ja, der war ja trotzdem so beliebt, dass also bei wenig Spielenden, sage ich mal auch, dass die den eigentlich nicht rausnehmen können aus der Sicht. Naja, wenn sie ihn ein bisschen anpassen an das Spiel, dann könnte ich mir ihn schon gut vorstellen. Gegenfrage, wenn sie ihn rausnehmen, wen wollen sie denn überhaupt mit reinnehmen aus der Kirby-Reihe? Kirby gibt's nicht so viele Berühmte. Ja, das ist die andere, genau, das ist die Sache. Ja, das ist so. Meta Knight ist nur wieder ein Bösewicht, den man auch nicht unbedingt jetzt rausschmeißen will. Obwohl er steht eigentlich, er wird immer als Bösewicht dargestellt, aber selbst ist er eigentlich ja nicht wirklich ein Bösewicht. Nee, ich habe immer gelesen, ist er eigentlich eher auf Kirby beschützt. Genau. Er ist nämlich genauso ein Star Warrior wie Kirby. Na, genauso ist es ja auch zum Beispiel bei König Dedede. Er ist eigentlich der Rivale von Kirby. Wenn man jetzt aber mal die ganzen anderen Spiele sieht, da kann man König DDD spielen und da ist er ein Partner von Kirby. Also König DDD hat ja Kirby vor allem im ersten immer nicht gemocht, weil Kirby halt immer seine Pläne veräitelt hat. Ja, oder das Essen geklaut hat. Ja, das dachte ich auch gerade. geht's immer ums Essen. Immer. Aber ich gehe jetzt auch von der Anime-Serie aus. Es gab ja eine von Nintendo ausgegangene Anime-Serie, die auch man auf der Wii auch gucken konnte, auf dem Kirby-Channel. Mhm. Aber wenn man auch zum Beispiel so sagt, tut mir leid, dass ich jetzt gerade im Wort gefallen bin. Mach es mal. Gut. Wenn man jetzt, irgendjemand hat gerade hier angesprochen, Bösewichte. Ich finde, die Bösewichte kamen zum Beispiel bei Brawl richtig gut rüber. Und wenn sie jetzt. Ich hoffe ja wirklich, dass sie wirklich noch einen Story-Modus drin lassen. Dann könnte man zum Beispiel wirklich König Dedede, Bagandorf und Bowser könnten richtig guten, ja, so einen richtig guten, gute Partnerschaft, also so jetzt sage ich mal so, sich verbünden und halt gegen die Guten kämpfen, so weißt du. Deswegen hoffe ich ja wirklich, dass König Dedede bleibt und dass die halt die Bösewichte sozusagen dann zusammenfügen.
Wenn ich mir auch gut vorstellen könnte, halt, wenn es Mega Man ins Spiel schafft und wenn es vielleicht halt, wie gesagt, auch Sonic ins Spiel schafft, die haben ja gerade so ein Comic am Laufen, wo sie praktisch so ein Crossover haben von Sonic und Mega Man. Mhm. Das heißt, was würden denn Dr. Wily und Dr. Eggman zusammen machen? Richtig, ihre wissenschaftlichen Kenntnisse kombinieren und Ultramaschinen bauen. Das heißt, damit wäre auch viel möglich, aber da der Story-Modus jetzt so gekürzt ist, man weiß es nicht. Mhm. Gut, dann kommen wir mal zum nächsten, und zwar Ulima. Also ich habe wirklich mich gewundert, dass Ulima jetzt so schnell gleich bestätigt wurde, weil ich mir erst gedacht habe, vielleicht packen sie ja Alf rein oder so. Mhm. Weil der jetzt für das neue Pikmin steht, aber sie haben Ulima gelassen, weil er der Charakter von Pikmin halt schlechthin ist. Warum sollte man ihn ändern? Finde ich, bin ich mit der Entscheidung eigentlich zufrieden. Würde ich so unterschreiben, ja. Ich also, auch. Ulima kennt man ja auch jetzt aus 2 bzw. 3 Spielen. Hat ihn selbst in 2 Spielen gespielt. Dann denke ich, da passt kein Charakter besser zu Pikmin als halt Ulima. Genau, ja. er hat ja auch seinen Auftritt in Pikmin 3. Ulima ist genau, halt. Spoiler! Das hat aber Miyamoto schon vorher gesagt. Ach so. Außer Ulima ist halt Aushängeschild auch für die Pikmin-Reihe. Ja, das ist sowieso, genau. Obwohl ja. Ich mir halt auch Alf einer oder von den 3 neuen hätte vorstellen können. Richtig. Allein weil der dritte Teil rausgekommen ist. Also ganz ausschließen kann man die natürlich immer noch nicht, weil man ja nicht weiß, ob Ulima auch die neuen Pikmin aus dem Pikmin 3 Spiel jetzt haben wird. Vielleicht bringen die ja noch einen zweiten, der dann 5 mehr, also 3, die 3 Standard-Pikmin und noch die 2 anderen Pikmin hat. Wäre ganz witzig, ja. Wäre möglich, aber letztendlich, die würden jetzt nicht so einen riesen Unterschied bringen. Genau. Wäre interessant, ob die da irgendwie so Überlegungen haben. Ja. Dann müssten sie aber generell dann halt die Pikmin an sich mehr einbringen. In den Kampf. Genau, die müssten halt nicht nur einfach nur diesen Effekt übernehmen, sondern auch ein bisschen mehr machen. Mhm. Gut, jetzt kommt die Problemzone, wo viel Diskussionen gibt. Fox, Falco und Wolf. Dort gibt es sehr viele Diskussionen, sehr viele verschiedene Meinungen. Wir können wahrscheinlich nicht auf alle verschiedene Meinungen eingehen, aber ich lasse mal Spender beginnen, weil den juckt es schon unter den Fingernägeln, das merke ich nämlich schon. Also, ich knüpfe an meine vorige Aussage wieder ran mit dem Bösewichten. Wolf ist ein krasser Bösewicht, der zwar in Star Fox Assault mit Fox zusammengekämpft hat, aber trotzdem, Wolf hat auch sehr viel Potenzial. Also mit dem kann man auch ändern, auch viel mehr machen, finde ich. So, wen ich rausnehmen würde, wäre Falco. Nee. Nein. Das sehe ich anders. Weil ich sag mal so, Falco ist auch ein genialer Charakter. Der war, das ist schon das Erste, was ich gesagt habe. Ich hab's Der war wirklich, der war cool. Bei Melee fand ich ihn nicht so toll, weil er ein extremer Klon war von Fox. Bei Brawl war er cool, hat er Spaß gemacht und so alles. Aber ich finde, man kann ihn durch. Also, ich mag natürlich, wenn er drin bleiben würde. Das wäre cool. Ich mag Falco, der ist cool, der ist lustig. Aber man kann ihn auch gegen einen anderen ersetzen. Sag mal jetzt so. Aber ich sag mal so, Fox und Falco, das ist halt das Team, die arbeiten halt immer zusammen. Die kannst du kaum voneinander trennen. Und ich muss sagen, Wolf hatte in Brawl einen nüchternen Auftritt, wenn nicht fast gar keinen. Er hat kurz eine Szene gehabt, wo er erschien und du gegen ihn kämpfen musstest im Subraum Emisa. Das war's dann aber auch schon. Also er hat nicht irgendeinen Einschnitt im Spiel hinterlassen, weshalb er jetzt eine hohe Chance hat, übernommen zu werden. Für mich steht er sehr auf der Kippe. Muss ich ehrlich sagen. No. Markus? Auch wenn ich ihn als Charakter cool finde, steht er sehr auf der Kippe. Markus? Vor Brawl kannte ich Wolf überhaupt nicht. Ich auch nicht. Ich war auch irgendwo enttäuscht gewesen, dass halt jetzt noch ein Charakter da ist wie Falco und Fox. Da schlägt er wirklich meiner Meinung nach eine ziemlich gleichen Kerbe, allein auch durch den Ultra Smash. Ja, die Ultra Smash ist wirklich, also da kann man heulen. Also ja. da haben sie auch bei Falco haben sie auch das gleiche gemacht. Ja, deshalb, warum nehmen sie den Landmaster und nicht den A-Wing? Ich verstehe es nicht. Ja, wenn Wolf rausfliegen würde, wäre ich nicht traurig. Also ich weiß nicht, ob jeder von euch Star Fox Assault kennt, und da gab es halt bestimmte, für jeden Charakter gab es besondere Vorzüge, und zwar der Landmaster, da war Fox besonders gut drin und Falco war besonders begabt für den A-Wing. Das heißt, warum haben sie denn Falco nicht den A-Wing gegeben? Hättest halt ein bisschen über die Stage fliegen können und rumballern können, das wäre auch geil. Genau, Fox für den Landeinsatz, Falco in der Luft.
Genau. Ja, super. Jetzt noch eine andere Frage. Bei Star Fox bin ich jetzt nicht so in der Story drin halt. Gibt's ich, da noch ich. Gibt's da noch, würde es da noch einen anderen Gegenspieler geben, der sich ein bisschen abhebt? Also der größte Gegenspieler ist ja Andros, aber den kannst du schlecht einbauen. Ja, ja. Also Andros könntest du nur zu einer... Als Boss, ja. Als Boss, erstens als Boss und zweitens als Helfer-Trophäe machen. Also den echten ist Andros. Nee, das ist nicht der echte Andros, das ist nur so eine scheiß Pappe. Also das ist dieser das ist eine Maschine von ihm. Ist Andros auch ein Pappe, oder? Er hat ja praktisch so eine Riesenmaschine mit zwei großen Händen und er selber ist eigentlich ein kleiner, mickriger Affe, der die ganze Maschine steuert, aber den sieht man halt nie. Mhm. Aber er selber hat ja auf der Rückseite von diesem Metallface ist ja ein großes Affengesicht drauf zum Beispiel. Mhm. Zum Beispiel ist es halt so, ich sag mal, der perfekte Gegenspieler jetzt, also da ja, also jedes Team aus Star Fox hat einen Gegenspieler. Fox hat Wolf, Falco hat eine Eidechse namens Leon, Peppy, der Hase, Pigma, so ein Schwein, und Slippy hatte Andrew, den Neffen von Andros. So, und halt, dann gibt es halt noch den Oberbösewicht, das war halt Andros gewesen, so. Aber Andros kannst du halt nicht spielbar machen, weil der halt nur so wie Fabi schon sagte, halt, weil er halt schon da ist, aber auch nicht so, naja, wie kann ich das beschreiben? Arne, hilf mir mal kurz. Ich weiß jetzt nicht genau, was du meinst, müsstest das nochmal ein bisschen ausweiten. Naja, also wie kann man das sagen? Man kann Andros nicht als spielbarer Charakter machen, weil... Vergleichen doch mit der Masterhand. Mit Masterhand. Danke, Markus. Danke. Genau. Danke. Und halt... Hast du so ein fliegendes Etwas mit zwei Händen und das war's denn? Das war's so. Und und außerdem hat man Andros nie als richtiger Mensch gesehen. Genau. Also du hast nur seine Hände und seine Fresse gesehen. Genau. Du hast nie seinen anderen Körperteile gesehen. So. Ist vielleicht doch besser so. Und halt Wolf ist halt der perfekte Gegenspieler von ihm, von Fox halt, weißt du? Also ich muss sagen, wenn ich nochmal dazu meinen Senf geben kann, weil ich ja das Spiel auch sehr, sehr, sehr gerne spiele und ich auch ein großer Fan dieses Franchises bin. Ich auch. Fox ist ja klar, dass er drin bleibt, das sehen wir auch schon. Falco kannst du eigentlich kaum von Fox trennen, wie gesagt, deshalb würde ich es seltsam finden, wenn er rausfliegt, aber wenn er drin bleibt, sollte er ein wenig weniger Kopie sein. Das hätte ich gerne, obwohl er ja schon von den Attacken, von den Movesets weniger die Füße eingesetzt hat, sondern eher seine Flügel, seine scharfen Flügel halt. Also für eher Handkantenschläge und sowas. Dazu muss ich aber sagen, wenn einer rausfliegt, wäre es halt leider Wolf, auch wenn ich Wolf halt cool finde. Aber wenn jetzt gesagt wird, okay, es müsste jetzt noch ein dritter Charakter aus Star Fox sein, dann wäre es eindeutig Crystal, denn wieder ein weiblicher Charakter mehr tut der ganzen Crew gut. Und man könnte Crystal sehr, 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 sehr unterschiedlich von denen machen, da sie ja in Star Fox Adventure einen Kampf, einen Stab benutzt hat, ein Bow. Das heißt, sie konnte praktisch damit richtig zuschlagen. Ich meine, Fox hat den überwiegend benutzt, aber er gehörte ja praktisch Crystal. Das heißt, wenn du Crystal reintust, könnte sie ja als Kämpferin wieder mit einer richtigen Waffe, weil, wie gesagt, Schwertkämpfer sind beliebt. Okay, das ist jetzt nicht wirklich ein Schwert, aber das ist halt sehr unique. Das könnte man gut einbauen. Es wäre die einzige Stabkämpferin in dem Falle. Richtig. Ja. Würde sehr viel Abwechslung reinbringen, würde ich gut finden. Und man konnte mit dem Stab sogar schießen. Das heißt, man könnte wieder eine kleine Parallele, weil ja alle von denen schießen können, eine kleine Parallele machen, ein etwas stärkerer Schuss, so wie Wolf ihn hatte. Es würde Sinn ergeben. Ja. Aber ich glaube nicht, dass es vier Charaktere letztendlich sein werden. Und ich bin mir halt relativ sicher, dass Fox und Falco halt bleiben werden. Die sind vier Mario und Luigi. Genau. Die gehören zusammen. Lassen wir uns überraschen. Was du auch gerade sagst, also das ist auch generell irgendwie ein Problem, was ich sehe jetzt. Ich meine, die haben nur eine begrenzte Anzahl an Charakteren. Und wenn du da aus einem Franchise so viele, also jetzt wie bei Brawl, so viele Charaktere hast, die sich so wenig unterscheiden, ich glaube, also jetzt erstmal auf den ersten Blick so wenig unterscheiden, ja, glaube ich nicht, dass die das nochmal im nächsten Teil so machen werden, wenn denen die Entscheidung jetzt schon so schwer fällt. Also ich denke, da werden die dann eher versuchen, wirklich unterschiedliche Charaktere, die sich unterscheiden. Genau, er hat ja jetzt vor allem nochmal über die Einzigartigkeit der einzelnen Charaktere gesprochen, weshalb es super ist. Deshalb freue ich mich da schon wirklich drauf. Kommen wir zum nächsten. Ja, ganz kurz nochmal, wenn man auf das Roster guckt, sieht man auch, dass Mario-Charaktere wirklich den Löwenanteil einnehmen, ne?
Also Mario, aber Luigi, Peach, Bowser, Yoshi, Wario, wenn du Donkey Kong und Diddy noch dazu zählst, also sind ja wirklich die, die, sag ich mal, einen Löwenanteil einnehmen, aber das macht ja auch Sinn. Aber es ist praktisch wirklich viel aus dem Franchise. Die sind aber dicht gefolgt von den Pokémon, muss man dazu sagen. Ja, das kommt ja jetzt als, das kommt ja jetzt gleich nach Captain Falcon. Captain Falcon wäre jetzt der nächste Charakter und dann wären wir schon bei den Pokémon. Okay. Hast du nicht noch zwei vergessen? Es kommt noch eine ganze Menge, Spendi. Laut deiner Liste kommt jetzt hier der gute Marth und Ike. Ich habe nicht meine Liste vor mir, ich habe die Brawl-Liste vor mir. Achso. Ich gehe nach der Reihenfolge durch. Okay, dann wären wir jetzt bei Captain Falcon. Captain Falcon ist, glaube ich, auch unangefochten, der bleibt drinne. Bleibt. Weil sich viele Leute ja wirklich auch ein neues F-Zero wünschen, aber das jetzt in nächster Zukunft vielleicht nicht so wahrscheinlich ist. Ja, weil sie ja jetzt gerade Mario Kart 8 haben. Genau, das heißt aber, dass die Captain Falcon wenigstens so drin lassen, der eigentlich, er ist auch einer, er war beim ersten Spiel dabei, warum sollte er rausfliegen? Hallo, und vergiss nicht das Minispiel aus Nintendo Land, also da war ja Falcon, hallo, das ist ja, das entschädigt ja auch schon super. Wow, Nintendo Land! Oh mein Gott! auf jeden Fall besser als Wii Sports. Wenn ich noch kurz was einwerfen kann zu Captain Falcon und F-Zero, hat Nintendo vor geraumer Zeit mal gesagt, der Grund dafür, dass sie noch kein neues F-Zero entwickeln, ist der, dass sie einfach keine zündende Idee dafür haben, wie sie die Serie vorantreiben könnten. Ja, wie irgendwas Neues reinkommt, ja. Genau, aber ich weiß nicht, das Argument eigentlich zieht es nicht so richtig, weil bei den Mario-Spielen, da packen sie einen Katzenanzug zu rein oder bei Mario Kart machen sie einfach ein Best-of und dann haben sie auch schon einen Grund dafür. Mhm. Und da ist es halt, weil die FC-Reihe sich nicht so gut verkauft halt wie halt Mario Kart. Ja, eigentlich nur das letzte Spiel hat sich ja nicht gut verkauft. Ne? Vorher war das ja auch eine gute Reihe, ne, eigentlich. Ja, also, ja. Okay, dann sind wir schon bei den Pokémon. Also Pikachu unantastbar, bleibt auf jeden Fall drin. Das Pokémon schlechthin. Genau. Aushängeschild. Was? Jetzt wird's wieder schwierig. Was sagt ihr denn zu Pummeluff? Ich meine, Pummeluff war ja im ersten dabei. Und auch in Melee wieder dabei. Aber Pummeluff, also, ich weiß nicht. Ich weiß es wirklich nicht. In Melee war sie extrem stark. Und jetzt in, oder besser gesagt S, weil es gibt ja männlich und weiblich, war es extrem stark und in Brawl war es wieder zu schwach. Mir kommt gerade ein Gedanke, was mit Pummeluff passieren würde. Stellt euch ein Fußballfeld vor, Elfmeter-Ding. Pummeluff! Ja, Pummeluff... Weg. Wenn wir von unserer Ursprungstheorie ausgehen, dass die Charaktere, die am Anfang dabei waren, drinnen bleiben, dann ist Pummeluff eigentlich sicher. Ja, würde ich so auch so. Ja, auch natürlich. Sag du ruhig. Aber ja, davon ausgehen, dass er sicher sein müsste, aber man zwei mittlerweile doch noch irgendwie ein bisschen zweifeln, weil welche Rolle spielt er denn heutzutage noch? Genau, die Frage wollte ich mir nämlich gerade auch stellen. Wie viele Leute spielen denn Pummeluff überhaupt? Das ist auch die Frage. Es gibt ein paar Leute, die doch Pummeluff spielen. Weil halt Pummeluff ist halt... Also ich kann mich erinnern, bei Brawl gibt es manche, die wirklich diese unten B-Attacke einsetzen. Ich finde ja ihren Sing-Sang-Move zu schwach. Er hat so eine kleine Range. Ist das nicht die unten B-Attacke, oder? Nee, das ist dieser, wo sie einschlägt. Ach, das ist hoch. Und jemanden wegkickt. Das ist Hoch-Ding gewesen. Genau. Und halt das unten B war halt das, die schläft kurz ein. Stimmt, genau das. Und wenn du da getroffen wirst, dann fliegst du hoch. Also dann wirst du rausgeworfen. Ich finde ja, das Singen müsste mindestens eine Range haben, wie das von Gardevoir, dieses Schild. Wenn das Pokémon aus dem Pokéball kommt, kennt ihr ja Gardevoir. Oder Gardevoir. Mhm. Und die hat ja so ein Schild. Und so müsste die Einschlaf-Range mindestens sein. Das hält ja auch nur so kurz. Ich meine, es hat auch ein bisschen was mit dem Prozentschaden zu tun, wie länger hält es, aber es müsste eine höhere Range haben. Ja, musst ja direkt neben Pummeluff stehen, sonst ist es ja für einen Eimer die Attacke. Genau, und dann kriegst du schon wieder eins auf die Fresse, wenn du es nicht durchkriegst. Mhm. Ja, aber ist ja so ein bisschen wie mit Luigis Hoch-B-Attacke, oder? Da musst du ja auch sofort oder wirklich genau bei ihm sein, damit die so richtig wirkt. Ja. Ne? Also, Noch kurz zu Pummeluff. Damals, dass er da halt immer mit Beiwei bei Brawl und Smash Bros. Generell ist ja, dass er im Anime früher viel öfter Auftritte hatte. Mhm. Ein bisschen als Sonder-Pokémon immer wieder mal aufgetaucht. Wie gesagt, ist heutzutage nicht mehr der Fall. Ja, aber ich denke, dass es eigentlich drinnen bleibt. Auch wenn es jetzt nicht wirklich unbedingt nötig ist, es wird wahrscheinlich drinnen bleiben. Ja. Da ist auch so ein kleiner, ist eigentlich auch so ein kleiner Gag. Also, vor allem auch wenn Kirby dann Pummeluff kopiert, kann man sie kaum auseinanderhalten. Naja, okay. Kommen wir zum nächsten. Jetzt kommt wieder die Diskussion. Der Pokémon-Trainer.
Ja. Jetzt wird's wieder heiße Diskussion hier. Bleib da. Also ich glaube ja. Darf ich anfangen diesmal? Ja klar, fang du mal an. Du musst ja auch mal anfangen. Okay, dann fang Markus an. Markus, darfst du bei Lucario anfangen, weil Lucario einfach nur cool für Markus ist. Jetzt fangen wir mit Pokémon-Trainer erst an, oder? Ja klar, du fängst jetzt auch mit Pokémon-Trainer an. Ja, erstmal zu dem, weil, wie gesagt, mein Roster-Artikel letztes Jahr im November erstellt. Da war noch nichts gewesen mit 6. Generation. Da hatte ich für mich halt als Trainer Black and White, hätte ich denn einen einbauen lassen wollen oder dass der halt auftaucht. Ja. Pokémon-Trainer mit Pokémon aus Schwarz und Weiß halt. Auch wieder die Starter, bloß halt eine andere Reihenfolge jetzt. Nicht hier Pflanze erste Stufe, sondern halt ein bisschen gewürfelt, durchgewürfelt. Mhm. Und generell würde ich sagen, Pokémon-Trainer ist dabei und jetzt dann wahrscheinlich halt aus X und Y. Könnte sein. Wenn ich dazu noch kurz was sagen will, also es gibt ja eigentlich nur folgende Möglichkeiten. Erstens, sie lassen ihn, was aber relativ unwahrscheinlich ist, weil sie auch was Neues einbringen wollen und viele Fans sich das auch gewünscht haben. Zweite Wahrscheinlichkeit wäre, sie gehen eine Stufe weiter und sagen Johto. Mhm. Und dritte Möglichkeit wäre, sie nehmen Pokémon Trainer aus X und Y, weil das Werbung für ihr neues Spiel ist. Das sind die drei Möglichkeiten, die man eigentlich hat. Ja, du hast die vierte Möglichkeit noch, dass sie zwei Pokémon-Trainer einfach haben. Ist ja auch nicht ein Ding der Unmöglichkeit. Okay, dann habe ich aber auch nur eine fünfte. Wenn du so kommst, habe ich auch nur eine fünfte. Das drei oder vier oder... Aus jeder Generation ein. Dass man einen Pokémon-Trainer hat. Ich meine, sie können ja von mir aus auch den Pokémon-Trainer, den alle kennen. Wir können ja mal von mir aus auch Ash reinpacken. Hm. Und dann halt sagen, okay, jetzt hast du hier 10 Pokémon, aus denen kannst du wählen. Ja, einen ganz normalen Ass-Trainer, der hat dann Rihorn und Ibitake und sowas. Dass du aus so einem Pool an Pokémon wählen könntest, das wäre auch schon sehr genial. Ja, das wäre cool, ja. Ich meine, das hat ja auch wieder so ein bisschen was mit Pokémon Stadium dann. Das wäre ganz cool. Genau, stimmt. Pokémon Stadium ist eine Stage immer gewesen, das heißt, es wäre auch wieder lustig. Also, ich glaube auch, also Pokémon können die da ja auch richtig viel reinhauen, das ist ja ein riesen Franchise, also... Wenn sie jetzt halt zu Johto wechseln, würde ich halt auch sagen, dass sie vielleicht, weil Glurak sehr beliebt war, Glurak als Einzelcharakter lassen. Also als Nebencharakter noch zur zusätzlichen. Glurak halt als Einzelcharakter und dann gibt's halt den Pokémon-Trainer aus Johto, was weiß ich, der hat dann Tonupto, Lorblatt und Kanimani zum Beispiel. Ja, lassen wir uns überraschen. Lucario? Oder? Ja. Jetzt kommt der via Markus, also Markus' Lieblingscharakter Lucario, wäre ich ja unfair, wenn ich ihn jetzt nicht anfangen lassen würde. Also Markus, was hast du denn rauszuhauen? Lucario, also ist mein Main, den so cool und so gerne wie ich auch spiele, ich glaube, bei den neuen Smash wird er leider rausfliegen. Das ist traurig, aber ist halt die Frage, ne? Wie gesagt, meine Roster habe ich letztes Jahr erstellt, damit hätte ich Lucario den ersetzt durch Zoroark, ja. Weil er einfach eigentlich ja ähnlich aufgebaut ist, auch halt so halblegendäres Pokémon an sich. Hör mir auf mit Zoroark, ich will Mewtwo wieder haben. Und der hätte dann, wie gesagt, Lucario dadurch ersetzt einfach. Ich will Mewtwo wieder! Weil zu dem Zeitpunkt zur aktuellen Pokémon-Generation dazugehört hat. Da kann ich auch was dazu sagen, und zwar, es kann ja gut möglich sein, dass sie Lucario drin lassen. Aber da als Zusatz bauen sie Mewtwo ein. Oh, Mewtwo muss wiederkommen. Dass sie halt sozusagen so ein kleines Machtbattle sozusagen machen. Jetzt gerade, wo es die neue Form hat in dem neuen Pokémon-Film, der übrigens extrem scheiße ist. Aber trotzdem, die Form ist ja an sich jetzt nicht unbedingt das Schlimmste, aber es wäre halt auch wieder eine Parallele, die man gut ziehen könnte. Also warum sollte Mewtwo nicht wiederkommen? Warum? Ja, ne, also ich finde auch, dass man Lucario, Zoroark und eben diese neue Form von Mewtwo irgendwie auf neue. Nein, einfach vielleicht als Ultra Smash die neue. Ja, nee, aber wenn man sich das mal anguckt, so, es gab ja immer irgendwie, es gibt ja immer Pokémon, jetzt wie die angekündigt werden und so und wie die dann promotet werden. Ich habe mich jetzt über das neue X und Y Pokémon noch nicht so informiert, deswegen weiß ich jetzt nicht, ob es da noch ein anderes nicht-legendäres gibt, jetzt wie Mewtwo. Bis jetzt gibt es da noch nichts Wirkliches. Okay, also. Gut, aber weil dieses Mewtwo 2, das finde ich, sieht diesen beiden schon wieder sehr ähnlich und wurde speziell einzeln irgendwie angekündigt. Also das ist irgendwie schon eine Parallele, finde ich, die man zwischen den beiden... Ich fände es extrem cool, wenn das normale Mewtwo wiederkommt und halt irgendwie einen Move hat drauf, wo es zu der neuen Form wird. Das wäre ganz geil. Ja. Zur Ergänzung, ja, also wenn jetzt war halt hier bei Y mittlerweile angekommen, 6. Generation, da würde ich halt so arg nach neuesten Ständen rausnehmen, Mewtwo rein und dann halt wie bei Zelda und Sheik dann einfach wechseln lassen zwischen den beiden Formen. Ich meine, Mewtwo ist da auch wirklich sehr beliebt gewesen. Das war wirklich, hat vielen Fans das Herz gebrochen, dass es auf einmal nicht mehr dabei war bei Brawl.
Deshalb, also, das war ja echt cool im Melee. Also, warum sollte es? Es sollte, ja, gerne, bitte komm wieder, Mewtwo. Lass uns nicht allein. Und generell ist ja Mewtwo momentan wieder halt durch den Film auch in aller Munde und durch die neue Form. Ja, ja, absolut. Ja, war im Moment auch wieder überwiegend negativ, weil das neue Mewtwo ja mit dem alten gar nichts zu tun hat. Aber das ist ein anderes Thema, das wollen wir jetzt nicht breit latschen. Nee. Okay, kommen wir zum nächsten. Kommen wir zu Ness und Lukas. Also Ness, unantastbar. Ness auf jeden Fall jetzt auch, weil sie Earthbound jetzt bei uns endlich rausgebracht haben auf der Wii U. Mhm. Deswegen lassen sie Ness auf jeden Fall drin. Mehr brauche ich dazu nicht sagen. Genau. Hat jemand von euch Earthbound gespielt, oder? Nee. Nö. So, weil ich hab auch nur einen Trailer gesehen oder sowas, aber da sind ja auch durchaus andere Charaktere spielbar, ne? Also ich weiß nicht, ob dieser Chef oder wie der heißt, ob man den in Earthbound spielen kann, weil ansonsten, ja. Da kann ich mich gleich einklicken, und zwar man kann bei dem Earthbound 4 Charaktere spielen. Ah, okay, gut. Ness, Typi A, ne Olle und Jeff. Ja, also dann könnte ich es mir auch durchaus vorstellen, dass man Lukas durch einen von den anderen ersetzt. Zum Beispiel Mr. Sato. Ja, Mr. Sato. Das ist ja der unangefochtene, das ist ja der unangefochtene Item-Charakter, den kannst du nicht rausnehmen. Ja, das wäre schlimm, ja. Nur, hallo, wie OP ist denn Mr. Sato? Du wirst ihn auf den Gegner und er macht ein lustiges Geräusch. Da hat der Gegner schon sofort gar keinen Sinn mehr. Ja. Ja, ansonsten gibt's ja jetzt keine Riesencharaktere aus dem Earthbound-Franchise, die man irgendwie so einbauen könnte. Jedenfalls. Das hat doch irgendwo noch einen anderen Auftritt aus irgendeinem, wie hieß das Spiel, Mother irgendwas? Also da aus einer anderen Reihe ist Lukas. Mother ist doch Earthbound nur in Japan oder irgendwie genau. So. Genau, und da ist halt Lukas vor allem auch drin, ne? Ja, Earthbound heißt die Spielereihe im Westen. Genau. Also Lukas ist wahrscheinlich auch relativ safe. Ja. Lukas ist safe? Nein. Ness ist safe, genau. Ness ist ja. Ness auf jeden Fall. Lukas ist halt für mich ja, ein Wackelkandidat. Ja. Kommen wir zu. Stimmt, hast du ja bei dir auch bei dem Roaster auch gemacht. Genau. Ich kenne da bloß aus, ich glaube bei Melee war das damals bei so einer hier Trophäen, die man sich angucken konnte, da gab es irgendwie so einen Typen, der ist Starman oder sowas. So ein weißer komischer Astronaut. Mhm. Der war aus der Earthbound-Reihe. Okay, kommen wir zu Mars und Ike. Mars, denke ich mal, hat die große Chance drin zu bleiben, da er jetzt auch wieder im neuen Fire Emblem für den 3DS dabei ist. Mhm. Er hat da ein neues Aussehen, das heißt, das könnte man sich doch vorstellen, dass er das neue Aussehen erhält. Jo. Und der ist relativ safe, würde ich sagen, aber Ike ist mein Wackelkandidat. Auch auf meiner auch, ja. Ich denke auch. Ich meine, Roy ist raus, ist weg gewesen, also wird Ike, der ihn jetzt replaced hat, auch wieder weg sein. Dafür wird dann wahrscheinlich, wie heißt denn, Fabian, du kennst den Namen, wie heißt der neue? Chrome kommt dafür wahrscheinlich. Chrome, genau. Kannst du. Also ist eigentlich relativ auch sicher, dass Chrome, weil die sind auch so Gegenspieler, das ist eigentlich wieder, das ist wieder so ein Tanks Captain Obvious Moment. Ja. Also, würde ich unterstreichen, schreiben, was auch immer. Mars und Chrome ist. Hauptsache, die wären nicht zugleich. Nee, ja, müssen auf jeden Fall unterschiedlich aber sein. Aber mein Mars und Ike waren ja auch relativ. Ja, die haben sich ja auch gut unterschieden, das stimmt ja. Ist ja richtig. Mhm. Aber wenn ich gerade so sehe, Chrome, der ist ja auch von Optik her relativ ähnlich, oder? Naja, ja, Mars hat ja eine Maske auf, also die sehen sich schon unterschiedlich. Und na gut. Außerdem. Ich glaube, Chrome ist ja an sich überhaupt kein. Ist ja eigentlich auch ein König oder sowas, ich weiß es gar nicht, oder ein Prinz. Ja, ist ein Prinz, also beziehungsweise, ja. Ja, aber du kannst ja auch, dadurch, dass du ja jetzt von Fire Emblem keine Kampfmuster oder sowas vorgegeben hast, hast du ja da komplett freie Wahl bei dem Moveset. Ja, du kannst machen, was du willst. Genau, denke ich nicht, dass die sich zu ähnlich werden. Ja. Okay, Pit ist klar, dass er drin ist. Jo, bleib und, drin. Und das Lustige, was ich ja finde, da ja Kid Icarus ja erstmal von Sakurai auch kommt, und es jetzt als eigenes Franchise angezeigt wurde, ist das der klare Hinweis, dass es mehr Charaktere aus diesem Spiel geben wird. Ja. Und das werden dann wahrscheinlich Magnus oder Lady Palutena sein. Ja, oder der dunkle Pit oder was, das würde ja mal wieder zu Nintendo passen. Ja, der dunkle Pit war ja ein Skin. Der dunkle Pit war ja ein Skin. Der wird wahrscheinlich auch einfach nur als Farbwechsel. Ja. Wenn ich auch als Farbwechsel reicht das auch aus. Also. Genauso wie bei der dunkle Link. Ja, das stimmt. Wiederum bei der Icarus-Reihe. Gibt's da irgendwie markanten Gegenspieler? Ich bin da auch nicht so drin in der Serie. Und ich meine mal, bei was? Bei wem? Ja, Icarus.
Gigarus-Reihe gibt's. Der markante Gegenspieler ist Medusa. Ja, die stimmt, die ist ja groß, ne? Die ist halt auch eine Göttin, also die könnte man auch einbauen. Aber ich würde halt Lady Palutena cool finden, weil sie halt auch wieder sehr, sehr einzigartig wäre. Sie hat ja auch so einen Stab, mit dem sie halt verschiedene magische Spells casten könnte. Und die ist ja auch an sich schon praktisch bei der Ultra Smash bei Pit immer zu sehen gewesen. Und wäre dann wieder ein weiblicher Charakter mehr. Genau, und im 3DS-Spiel sah man sie ja schon besser. Da war sie auch schon, sag ich mal, richtig auf der Stage. Man hat ja sogar gegen sie gekämpft. Ja, würde ich gerade sagen, sie war ja sozusagen sogar in Kampfgröße, ja, also in deiner Größe, weil sie ansonsten ja immer nur ein Gott ist, ne? Und Magnus macht halt auch Sinn, ist wieder ein schöner Schwertkämpfer mit ordentlich Wumms. Den musst du ja auch, dass ich nicht zu viel Spoiler, in einem Level muss man ihn ja auch kurz spielen. Wow. Jetzt muss sag Fabi. Nee, ist schon okay. Jetzt muss ich mal kurz was einwerfen, und zwar, wir haben jetzt die ganze Zeit auch immer so mit neuen Charakteren gesprochen. Jetzt muss ich mal nochmal zwei Charakteren zurückgehen, ja, und zwar beim Donkey Kong und Samus. Wir haben total vergessen King K. Rool und Ridley. Ja genau, die haben wir wirklich komplett vergessen. Weißt du, das ist mir die ganze Zeit aufgefallen, wir reden die ganze Zeit dann auch schon über neue Charaktere, obwohl wir es eigentlich erst im neuen Thema machen wollten. Ja, ganz ruhig. Ist okay. Darum halt das mit Ridley zum Beispiel auch noch aufgehoben. Aber wie gesagt, wenn wir da später nochmal drauf kommen, dann ist ja in Ordnung. Wir reden jetzt auch schon über halt Bösewichte und Magier. Aber Spender, wir können es ja wirklich so machen, dass wir danach nochmal gesondert darauf eingehen. Das machen wir dann. Wir sind ja jetzt leider schon dran vorbei, wir würden jetzt zurückskippen, wir machen jetzt erstmal die Broadcast fertig und dann reden wir nochmal über die neuen. Okay, die Ice Climbers ist ja schon der Hint da, dass sie angeblich kommen. Thema hatten wir schon. Okay, was ist mit Handrändern? Ich war's nicht, Fabi war's. Was ist jetzt mit Rob? Rob, gute Frage. Ja. Sehr, sehr schwer, ja. Also, ich würde mal sagen, dass der war ja durchaus auch beliebt, ne, wieder. Aber letztendlich auch wieder die Frage, wie kam er zu Brawl rein? Das heißt, das ist jetzt nicht so, dass er jetzt wieder aktuell wäre oder so. Ja. Vielleicht wollten die einfach wieder einen schönen Retro-Charakter reinhaben. Ja, und Sakurai mag Retro-Charaktere. War nicht in diesem Jahr sogar der Geburtstag von dem Rob? Also hat der denn nicht ein Jubiläum gehabt? Man weiß es nicht. Auf jeden Fall ist er ein Meilenstein in der Nintendo History. Ich kann mich erinnern, dass, glaube ich, da irgendwas angesagt wurde, dass da der Geburtstag von Rob gefeiert worden ist. Kann schon sein, ja. Also das so und so vierte Jubiläum von Rob. Deswegen hatten sie, glaube ich, ihn eingebaut. Dass da nochmal so, nochmal so aufgefrischt worden ist von Nintendo, weißt du? Ja. Ja, Rob war ja damals bloß ein Peripherie hier Geräte-Ergänzung. Also ich könnte mir beides wirklich gut vorstellen. Also ich hätte Verständnis dafür, wenn sie ihn gnadenlos rauskicken und wenn sie ihn drin behalten, genauso. Also. Genau. Oh. Also Mr. Game & Watch. Ja. Bei Rob noch kurz. Ach so, okay. Fällt mir gerade ein vom Roboter her. Kennt ihr vielleicht Chibi-Robo? Ja. Ja. Kenn ich, aber ich hab's nie gespielt. Ja. Ich weiß nicht, ob der spielt auch bei Nintendo nicht eine große Rolle, aber wenn sie halt Roboter gegen Roboter austauschen wollen, dann könnten sie Chibi-Robo reinnehmen. Okay. Ja. Dann sind wir bei Mr. Game & Watch, der ist eigentlich auch relativ safe. Der ist schon seit Melee dabei und bleibt. Ja, kann ich mir auch schwer vorstellen, dass der rauskommt. So, über Snake und Sonic haben wir schon geredet, also Snake wird wahrscheinlich nicht schaffen. Der passt auch nicht so ganz rein, muss ich ehrlich sagen. Ja, also er passt auch nicht so ganz rein, aber ganz er ist so ein bisschen mehr ernst, er ist so ein bisschen mehr ernst, der Charakter. Aber das war ja auch so ein bisschen der Hauptgrund gewesen. Der war sehr ironisch gewesen, halt in seinen Kommentaren und so weiter im Spiel. Ja. Okay. Naja, und bei Sonic hatten wir ja schon die Diskussion, dass gerade die Partnerschaft mit Nintendo am Laufen ist und dass die jetzt gerade exklusiven Titel raushauen. Und warum sollte er denn nicht dabei sein? Spricht auf jeden Fall nichts dagegen. Und ich meine, Mega Man hat ja schon diese Sprungfeder nach oben mit diesem Hund, den Rettungsmove, und der ist ja praktisch schon der gleiche. Das heißt, der wird dann auch da in B nach oben ist dann so eine Art schon in dem neuen Super Smash Bros. Vorhanden. Das ist halt so ein kleiner Hinweis für die Sonic-Fans. Jetzt noch hier so ein Third-Party-Charakter-Einwurf von mir. Genau, hau mal raus. Ja genau, jetzt kommen wir zu den neuen Charakteren, dann kann Spenden sich nämlich auch gleich auslassen. Aber erstmal Markus, was wolltest du sagen? Wenn sie halt jetzt Snake rausnehmen würden, ich wollte früher schon mal auch beim Melee eigentlich schon Bomberman mit bei haben.
Sehr interessant. Genau Bomberman ist auch wirklich interessant. Mhm. Da habe ich auch eine Weile überlegt, ob ich den in meinen Roaster reinpacke. Das kann ich ja jetzt mal hier einblenden. Magic. So, okay. Ich überlege gerade bei wem ist der da noch so gesehen unter Vertrag? Bei Hudson Soft oder? Das weiß ich gar nicht genau. Wo kommt der gerade her? Man hat wirklich lange von ihm nichts mehr gesehen und irgendwelche Abklatsche im Internet gibt es von ihm ja auch. Ja, ich weiß auch nicht. Also, es gibt ja auch einen Bomberman. Ja. Es gibt ja auch ein Bomberman-Spiel im Wii Shop. Auf der N64 war es ja sau cool. Auf der N64 auch. Da hatten die ja zwei Spiele, glaube ich sogar. Ich weiß ich gerade nicht so genau. Das Spiel war extrem cool auf der N64. War super, ja. Als View-Download-Spiel hieß er Bomberman Blast, kann das sein? Genau, ich glaube, das ist das, was ich meine. Ja, also Bomberman wäre auch super, ja. Den würde ich schön finden, wenn er mitmachen würde. Ja, Bomberman wäre ganz interessant. Den habe ich auch noch gar nicht auf meiner Liste, aber man kann ja nicht alles haben. Nee. Gut. Okay, dann sage ich mal, Spendam, was waren denn deine Charaktere, die du unbedingt einwerfen wolltest? Ja, jetzt auch mal, ja, so ein bisschen King K. Rool zum Beispiel. Wenn man da auch so mal guckt, der hat bei Donkey Kong 64 hat er einen coolen Moveset gehabt. Der Endkampf, könnt ihr euch erinnern. Den zum Beispiel kann man einbauen. Ah, er wäre auch ein Bösewicht, der wäre der Gegenspieler von Donkey Kong, würde passen. Erstens Ditte, weil er halt ein Bösewicht ist. Dann zum Beispiel Ridley von Samus. Es wäre noch die Frage, taucht er denn vielleicht im Donkey Kong Country Tropical Freeze vielleicht kurz auf? Das wäre auch noch ein Hinweis, aber bis jetzt weiß man davon ja nichts. Das heißt. Das ist jetzt die Frage so, weil eigentlich war King K. Rools allerletzter Auftritt auch bei dem Baseballspiel dabei. Ja, und er war bei. War er nicht sogar irgendwie Special-Charakter bei diesem einen Donkey Kong-Boxenspiel oder sowas? Ich weiß es gar nicht genau. Bei den Jet Race, ja, da war er auch Gast dabei. Und wen man zum Beispiel nehmen könnte, ist Ridley. Okay, dazu muss ich ganz kurz was sagen, und zwar, was ja eindeutig der Hinweis ist, Samus, ganz ehrlich, Metroid wird nur durch Samus repräsentiert. Das ist ein so wichtiges Franchise bei Nintendo, ein wirklich ernsthaftes Franchise, ein wirkliches Franchise, das auch Erwachsene gut finden müssen, können, wollen. Das heißt, warum gibt es dort nur einen Charakter? Wenn es dort nur einen Charakter gibt, bringt doch einen weiteren. Bringt doch Ridley. Jetzt kommen einige, Ridley war bei Brawl ein Boss und der ist viel zu groß und der passt gar nicht rein auf die Stage. Ist völliger Schwachsinn. Ja, dann heult mal alle rum, dann guckt euch mal Bowser an. Wie groß war der bei Super Mario 64 zum Beispiel? Die ändern doch ihre Größen die ganze Zeit. Guckt euch Uli mal an, der ist ein mikroskopisch kleines Vieh, was man nicht sehen könnte, nur durch eine Lupe. Hallo, den haben sie richtig groß gemacht. Warum können sie Ridley dann nicht klein machen? Spricht jedenfalls nichts dagegen. Es wäre ein cooler Charakter, er könnte mit seinen Flügeln angreifen, er könnte mit seinen Krallen angreifen, er könnte Projektile aus seinem Maul schießen, es wäre einfach ein geiler Charakter. Punkt. Jetzt zu Ridley noch ganz kurz. Samus hat ja jetzt das Design von Other M. Genau. Und die Leute, die Other M gespielt haben, ich weiß, darüber haben wir früher auch schon mal geredet, Arne, ne? Die werden ja auch wissen, dass Ridley in Other M auch wieder einen Auftritt hat. Und da sieht man ihn ja von einem kleinen Küken. Das wollte ich jetzt gerade nicht spoilern. Das ist doch nicht so schlimm. Ja, okay, gut, dann ganz normal, dann halt als kleines Küken wird er da halt immer größer, immer erwachsener und dann letztendlich ist er ausgewachsen. Man könnte ihn ja auch einfach in einer nicht ausgewachsenen Form mit ins Spiel bringen. Und dann wäre er ja auch kleiner und... Und als Ultrasmash wächst er dann oder was? Ja, muss auch sein. Ja, was weiß ich, keine Ahnung, aber nur so als Idee. Also. Ja, ist ganz interessant auf jeden Fall. Mhm. Wo wir gerade bei Metroid sind, würde ich noch einwerfen als weiteren Charakter aus der Metroid, aber vielleicht einfach der Weltraumpirat. Einer von den Weltraumpiraten. Ja, oder aus Metroid Prime Hunters ein Hunter. Der Kopfgeldjäger, da gibt es ja ganz viele und... Das auch wirklich mit vielen coolen Fähigkeiten, also da wäre auch eine gute Möglichkeit. Aber das ist glaube ich, ein bisschen weit hergegriffen, aber wäre interessant. Genau, das wäre super und die hätten halt, also jetzt abgesehen von den verschiedenen Beams, hätten die auch wieder ein völlig offenes Moveset, weil die ja keine Schlagangriffe und so im Spiel haben. Das heißt, wäre optimal wieder. Ja, okay, dann kommen wir mal zu noch einem Charakter, den ich mir gut vorstelle, weil ja, viele sagen ja, dass sie als weiteren Zelda-Bösewicht gerne Xanto sich vorstellen würden. Aber ich bin der Meinung, dass Girahim da besser reinpasst, da er ja wieder halt sehr unique ist, was seinen Kampf angeht, mit seinem Schwert und so weiter. Aber sagt man so, weil da ich da Fabi vorhin angesprochen hat, dass Link den Design von Twilight Princess hat, würde ich eher sagen, dass Xanto eine große Rolle hat. Weil, gut, da haben wir uns ja auch schon mal unterhalten, Arne.
dass halt Zanto schwer ist, ihn ein richtiges Moveset zu geben. Genau, das ist halt das Problem. Er ist so ein so unorthodoxer Charakter, man aber nicht auch sagen kann, was macht er denn jetzt eigentlich? Was ist denn das, was er die ganze Zeit macht? Aber man muss dazu sagen, sein, wenn man jetzt sich nochmal den Kampf anguckt gegen ihn, vielleicht, dann hat er hat sich gedreht. Ja. Er hat einen Drehangriff, den Mario eigentlich nur in Super Mario World hatte, zum Beispiel jetzt. Kann man auch übernehmen, diesen Drehangriff. Dann kann er Projektile schießen und halt normal angreifen mit so halt seinen Klingen, die er hat. Das wäre cool, wenn und er noch einen Schattenschergen rufen könnte. Erstens, das macht er ja auch. Er ruft ja seine Maske. Er hat ja seine Riesenmaske, sein Riesenface, ja, was ebenfalls Schaden macht. Und halt, was wollte ich jetzt sagen? Er kann sich teleportieren. Was ebenfalls sehr, auch fürs Balancing, jetzt auch nicht so schwer ist, weißt du. Man kann zum Beispiel sagen, okay, der kann zwar fies werden, wenn er sich hin und her teleportiert, macht aber auch wieder auch Spaß, sag ich mal. Wo ich mir bei Girahim schon vorstellen kann, was zum Beispiel der B-Special-Moves wäre. Der hat ja immer diese roten Messer oder was das war nach dir geworfen, die sich immer so im Kreis gedreht haben. Pfeile, oder? Pfeile, was auch immer. Hm. Und die wären halt ein guter B-Move, weißt du? Und die kann man auch aufladen. Je mehr du auflädst, umso mehr fliegen davon oder so. Also es gibt schon viele Möglichkeiten. Also bei den beiden Charakteren kann man sich jetzt streiten. Der eine findet den besser, der andere den besser. Das ist völlig egal. Also beide wären vielleicht möglich. Beide Charaktere sind gut. Ganz ohne Scheiß. Sind gut und möglich. Beide sind möglich, beide haben ein großes Potenzial reinzukommen. Girahim könnte auch mit seiner Ultrasmash sich zu Demise dann transformieren. Man darf sich aber eine Sache auch nicht vergessen. Wenn man sich die Stage anguckt, die jetzt im Trailer gezeigt wurden, da sieht man Skyward Sword. Und Link hat aber das Design von Twilight Princess. Deswegen kann man da nicht genau sagen, wer das von den beiden... Das ist aber nicht gesagt, dass es das Design von Twilight Princess ist. Vielleicht repräsentiert es schon das neue HD-Zelda. Wir haben ja schon die Tech-Demo gesehen. Das kann natürlich auch sein. Was Nintendo an Grafik für Zelda vorhat. Das heißt, warum? Es kann doch auch der Link sein. Ja, aber so, also direkt verglichen ist, aber so wirklich relativ das Outfit von Twilight Princess. Also ich finde auch, dass es eher aussieht wie Twilight. Ich habe das auch mal wirklich verglichen. Ich sehe es erst eher als das ernsthafte Link-Outfit, ne? Ja, also, darf ich noch was sagen? Ja, klar, immer doch. Bei der Tech-Demo finde ich, dass die doch damals gewesen ist, da sah doch Link auch aus wie aus Twilight Princess. Naja, ein bisschen. Der sah vom. Das war so ein bisschen. Was mir gleich aufgefallen ist, dass er da eine dunklere Haut hatte und viel hellere Haare. Ja, und außerdem war Navi wieder dabei. Also ich glaube mal, es ist jetzt zwar ein anderes Thema wieder, aber ich glaube mal, dass die Tech-Demo das wir da gesehen haben, der zweite Teil von Twilight Princess sozusagen widerspiegelt. Und wie Arne gerade sagte, dass der Link wirklich in den Super Smash Bros. Diesen neuen Design bekommen hat, halt von dem neuen Zelda, weißt du? So würde ich das jetzt mal so sehen. Ich finde halt, er ist wieder ein Stück zurückgegangen. Er ist nicht... Also er hatte bei Twilight Princess hat man jede Masche gesehen, jedes Stück Baumwolle und auf seiner Kleidung, und jetzt ist er wieder ein Stück Richtung normales Grün gegangen. Ich meine, das hat Sakurai auch gesagt, das ist besser so, aber mein Gott, was ist los? Ist okay, Spendem. Ich muss Rollos runtermachen, weil sonst nicht rumsitzen. Alles gut, okay. Naja, und deshalb könnte es halt sein, dass er jetzt wieder ein Step in die andere Richtung geht. Und ich meine. Ocarina of Time Design war ja auch, sag ich mal, einfach nur grün. Ja, was ich auch noch kurz sagen wollte, Brawl kam ja 2008 raus, wenn ich mich nicht irre, ne? Das heißt, da waren die ja schon recht lange an Twilight Princess dran und das ist auch schon 2 Jahre erschienen. Das heißt, warum, das habe ich mich damals schon gefragt, warum haben die also Toon Link irgendwie reingebracht und so. Und die haben ja sehr viel aus einem alten Spiel, also aus einem sehr viel älteren Zelda mit reingebracht. Mhm. Das heißt also, die scheuen jetzt also nicht davor, oder die scheuen sich jetzt nicht, ältere Spiele als Vorlagen für irgendwelche neuen Sachen zu nehmen. Vielleicht fliegt Ganondorf auch raus und es gibt halt den Schweine-Ganon. Ja, das glaube ich jetzt, weniger. Weiß es nicht. Nee, aber deswegen hielt ich eigentlich Zanto halt auch für
nicht unwahrscheinlich jetzt, weil viele sofort Girahim als möglichen Neueinsteiger gesehen haben. Ne? Aber ja. Aber auch erst seit Skyward Sword, vorher war es immer Xanto. Ja, ja, klar. So, okay, gehen wir weiter. Neue Charaktere. Für mich wäre noch ein guter neuer Charakter Wanda Red aus dem neuen Spiel von Platinum Games für Nintendo. Ja. Der ist halt auch extrem unique, Alter, mit seinen verschiedenen Movesets. Mit seiner Unite Hand und er hat ja auch, dann gibt's ja noch verschiedene andere, zum Beispiel Wanda Blue und Wanda Green und Wanda Pink. Wobei die haben ja alle verschiedene, sag ich mal, Fähigkeiten. Ja, genau, das müssten dann ja theoretisch auch alles andere Charaktere sein, ne? So, also jetzt, kann auch sein, dass man während des Kampfes wechseln kann oder so wie beim Pokémon Trainer, man weiß es nicht. Ja. Man kann ja den Anführer, man kann ja bei den Wonderful 101 auch den Anführer wechseln. Ja, ja, klar, ja. Aber trotzdem hat ja jeder, jede Figur, sag ich mal, ihr spezielles, genau. Ihre spezielle Fähigkeit. Das Unite von Wanda Blue, die Unite Gun von Wanda Green und die, jetzt weiß ich gar nicht, wie heißt Peitsche nochmal auf Englisch, das ist ja auch egal. Whip. Genau, Unite Whip von Wanda Pink. Genau. Ja, wenn der halt mitmachen sollte, dann wäre der Ultra Smash ja auch schon gemachte Sache eigentlich. Eigentlich schon, ja. Ich meine, Platinum Games macht ja Bayonetta und Wonderful 101, weshalb es sehr viel Sinn ergeben würde, dass das ein Charakter von denen auch schafft. Ja. Was mir noch, also, das hat, ich hab's vorhin, glaube ich, schon mal erwähnt. Ich habe heute, gerade heute, was Witziges über einen möglichen neuen Charakter gelesen. Ach, ich werf das jetzt einfach mal rein, bevor ich das vergesse. Schmeiß es rein wie eine Zutat in den Kochtopf. Vielleicht werdet ihr lachen, aber jedenfalls, ihr kennt doch Reggie Aim Flint, ne? Den Fields, ja. Oder Fields, ja, wie auch immer. Jedenfalls den COA von Amerika. Genau. Das habe ich auch schon gelesen. Von Amerika. Genau, und der war letztens in einer irgendeiner Show, hat da Twitter-Fragen beantwortet. So, wie bei diesem Jimmy Fallon. Und habt ihr mitbekommen, dass er da von jemandem, also Reggie, als möglicher Smash-Brother-Charakter vorgeschlagen wurde und die Leute dafür auch eine Petition schon eingereicht haben und die irgendwie durchaus einige Stimmung schon gefunden hat. Die liegt aktuell, glaube ich, bei 7.000, habe ich gelesen. 7.000 habe ich auf meinen Stand, ja. Das ist sehr witzig auf jeden Fall. Ich meine, mal witzige Charaktere sind auch immer cool. Ich meine, Reggie so ein Typ aus Nintendo, der dann da rumprügelt, wäre auch ganz witzig. Wäre witzig, ja, also. Ey, kau Mario auf die Schnauze! Das war unser Maskottchen, aber ich hau ihm auf die Schnauze. Ich meine, dann muss man sich natürlich auch die Frage stellen, ob das Miyamoto und Shigeru, das ist ja der Vorname. Ist der gleiche. Die sind dann, die sind dann eifersüchtig, ja. Und Satoru oder was weiß ich, Vater. Ob die das mit sich machen lassen wollten oder ob sie sich dann auch einbauen, ne? Das ist dann so, dann baut sich da jeder Entwickler selbst ein. Nee, Quatsch, aber also wär witzig auf alle Fälle so. Mhm. Wenn ich noch hätte für die als Newcomer, wäre zum Beispiel Leloid Irving. Ja, aus Tales und aus Tales of Symphonia. Wäre dann ja schon wieder ein Charakter für Namco dann. Wäre halt wieder einer von Namco, weil die sind die. Oh, hilft am Arbeiten. Die sind ja am Arbeiten daran, weißt du? Und der ist zum Beispiel einer. Wäre eine Alternative zu Pac-Man, ne? Ja, wäre eine Alternative. Und halt außerdem ist er von vielen Fans ganz oben in der Wunschliste. Genauso wie Ridley zum Beispiel. Und der hat ja schon das Moveset, weil in dem Spiel wurde er ja genau wie auf Super Smash Bros. Melee gesteuert und in seinem Spiel auf dem GameCube. Ja. Ja, und den gibt's ja auch durchaus schon länger als Wunsch, ne? Also wer ist auch ein heißer Kandidat, ja. Mhm. Wen ich natürlich cool finde, aber viele sagen, ich habe schon in vielen Foren gelesen, wenn der Name Bayonetta fiel, haben viele rumgeheult, einige fanden es cool und viele haben rumgeheult. Ich bin einer von denen, die es cool finden würden. Ja. Es würde auch Sinn machen, weil halt Nintendo mit Platinum Games gerade auch dick zusammenarbeiten. Ja. Mhm. Genau, Bayonetta 2 ja auch. So, wie soll Bayonetta reinpassen? Aber Snake hat auch irgendwie reingepasst. Genau. Das kann man Bayonetta auch reintun. Ja, so. Absolut. Und so. Nintendo ist halt jetzt wirklich dafür verantwortlich, dass die Reihe weitergeht. Genau. Ohne Nintendo würde es kein zweites Teil geben. Und noch ein bisschen mehr Sexiness im Game kann nicht schaden. Genau, eine sexy Frau noch im Spiel zu haben, das ist ja gleich doppelt gut. Ne? Konkurrenz zu Samus. ich wittere einen Bitchfight. Okay. Und die in einem Tech-Team, hat. ich wittere einen Bitchfight. Was, ich muss auch noch einen Helden, auch noch einen Champ sagen, oder einen Helden, also einen Charakter besser gesagt sagen. Ja. Und zwar, wenn der, wie hieß der nochmal? Der Entwickler?
Wir wissen ja nicht, wen du meinst. Den Arne die ganze Zeit angesprochen hatte. Sakurai, oder? Sakurai. Wie ich ja gehört habe, mag der ja gerne alte Spiele. Ja. Also Retro-Spiele. Ja. Wenn man jetzt zum Beispiel so die alten Retro-Spiele sich mal anguckt, da gibt es zum Beispiel Terranigma, der Held. Der heißt ja Ark heißt der. Und der hat auch ein richtig gutes Moveset. Zum Beispiel hat er eine Sprungattacke, normale Attacken hat er alles, also auch Magie kann er einsetzen. Zum Beispiel den kann man einbauen. Okay. Weil dann kommen nochmal so alte Charaktere von damals wieder so aus, ich sag mal jetzt, Grab klingt ein bisschen scheiße. Aber die kommen dann wieder, weißt du? So, die kommen dann so aus der Vergessenheit wieder zurück. Ich meine, so. Die heutige Generation muss ja auch mal ein paar alte Charaktere kennenlernen. Damit ja, deswegen. Weil dann fangen sie an zu googeln und wollen wissen, was für ein Charakter das ist. Ach, dann verkaufen sich die auch besser im Konsole-Spiel, ne? Was ich persönlich ja schon sehr, sehr interessant finde, wäre ja die Möglichkeit, dass es Schalk aus Xenoblade Chronicles, ein Meisterwerk auf der Wii, und auch sehr beliebter Charakter, ein sehr beliebtes Spiel, wo jetzt kommt ja auch Project X, man weiß nicht genau, ob es was mit Xenoblade zu tun hat. Auf jeden Fall, Schalk an sich wäre auch wieder ein Schwerttyp zwar, aber hat auch viele, viele coole Movesets, die man ihm geben könnte, obwohl ich sagen muss, dass ich Xenoblade Chronicles selbst nicht gespielt habe, ja, aber ich habe mir auch einiges darüber angeguckt, das heißt, ich würde mir Schalk auch gut vorstellen können. Da will ich kurz noch einwerfen, ich glaube, ja. Darüber würde sich Luftslag Link extrem freuen, wenn Schalk mit bei sein würde. Weil Marcel, er liebt ja auch Xenoblade Chronicles extrem gerne, spielt er gerne und der Charakter ist halt natürlich so super blond wie er. Und das heißt, wenn er... Das hört sich jetzt mal nicht so nett an. Das hört sich an wie blöd, aber egal. Ja. Nein. Nichts gegen Marcel, blond ist nicht gleich blöd, sagt man eigentlich eher nur bei Frauen. Nein, jetzt, oh mein Gott, jetzt... Es ist alles zu spät. Das guckt doch hier eh keine Frau. Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. So. Nein. Okay. Ja, also jetzt auch nochmal kurz, also Xenoblade Chronicles lieb ich auch richtig dolle für die Wii habe ich es gespielt und ich würde es auch eine Frechheit finden, wenn Schalk nicht dabei ist. Also der würde ja auch seine eigene Stage kriegen und würden da natürlich hoffentlich. Jetzt lass mich das sagen. Okay, allein schon. Aber ich habe das Intro gemacht, ich hab jetzt sei leise, ich kenne es länger als du. Für die Musik, verdammte Scheiße. Die Entwickler von Smash Brothers, die wären so bescheuert, wenn die nicht Schulk ins Spiel bringen würden, um allein schon die Musik bei dem neuen Smash Brothers einzubauen, weil die ist halt bei Xenoblade Chronicles auch der absolute Hammer, ja. Das muss man einfach mal so sagen. Ja. Und Schalk hätte dann wahrscheinlich die größte Stage von allen. Genau. Das spawnen die erstmal so 3 Minuten alle voneinander weg. Ja, und dann rennt man erstmal 5 Minuten und trifft sich in der Mitte. Ja. Jetzt möchte ich auch noch einen Charakter einwerfen. Na, hau mal raus. Und zwar habe ich in meinem Roster zum Beispiel noch Paper Mario. Weil damals gab es ja einen Dr. Mario. Und eine weitere Mario-Alternative Paper Mario. Da habe ich auch schon drüber nachgedacht. Typischen Papierfähigkeiten. Fand ich auch interessant, als ich den bei dir gesehen habe, ja. Aber warum nicht? Ja. Und zu Paper Mario werden garantiert auch in Zukunft noch weitere Spiele erscheinen. Jetzt muss ich nochmal was sehr Unwahrscheinliches einwerfen. Und zwar, ich weiß nicht, wer von euch sich ein bisschen im E-Shop umguckt und da auch mal die kleinen Newcomer-Games sich auch mal anguckt, die man auch runterladen kann dann natürlich im E-Shop. Sagt euch denn der Name Dillon was? Ja. Und ich meine, Dillons Rolling Western, ich meine, dieser Charakter ist an sich schon ziemlich cool. Er hat jetzt schon einen zweiten Teil bekommen. Das heißt, es muss sich ziemlich gut verkauft haben, das Spiel. Kannst du mal kurz sagen, wie der aussieht? Das ist ein Gürteltier mit einem Cowboyhut. Genau. Und einem roten Rücken sozusagen. Also seine Hautfarbe ist überwiegend rot. Und der hat halt auch viele coole Moves. Halt. Der rollt ja auch viel rum und so weiter. Wäre auch ganz interessant. Ja, also weil du jetzt so tust, als ob das irgendwie ein Außenseiter wäre, finde ich überhaupt nicht. Also der gilt ja auch als einer der Vorzeigefiguren des E-Shops. Deswegen halte ich genau. Durchaus. Auf dem 3DS könnte man auch cooles Level von ihm einbauen, also warum nicht? Ja, und weil wir gerade schon bei Schulk waren und damit bei Xenoblade, die haben ja in den letzten Jahren der Wii, sag ich mal, 3 große Rollenspiele noch rausgebracht, ne? Also mit The Last Story, Pandora's Tower und Xenoblade Chronicles. Und ich halte es auch nicht für ausgeschlossen, dass aus jedem dieser einen Charakter vorbeikommen würde. Also Pandora's Tower am unwahrscheinlichsten, dann als nächstes The Last Story und am wahrscheinlichsten ist halt Xenoblade Chronicles, aber
wie gesagt, also auch von den anderen kann man die Hauptcharaktere nicht ausschließen, würde ich mal behaupten. Inwieweit stehen die drei Spiele denn mit Nintendo zusammen? Die waren alle Nintendo exklusiv. Ne? Und Nintendo hat die dich selber direkt entwickelt, oder? Nee, eigentlich, ich glaube, also letztendlich keins der drei. Ne? Aber letztendlich gehören die schon sehr zu Nintendo. Ja, weil halt so oft der Wii erschienen sind. Genau. Mhm. Und waren halt sehr beliebt, danach geht's ja auch meistens. Okay, ja. Dann muss ich noch mal was sagen. Wenn man nach der Liste geht, von Charakteren, die sehr, 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 sehr gewollt sind, sag ich mal, steht der Charakter Shadow the Hedgehog auch ziemlich weit oben. Mhm. Deshalb, man könnte sich damit vielleicht Sonic, es ist unwahrscheinlich, weil es ja wieder ein Third-Party-Character wäre. Mhm. Weil ich sage mal, da sich den viele gewünscht haben, wäre es auch nicht ganz unwahrscheinlich. Man kann es mit einer geringen Prozentsatz auch trotzdem erwähnen. Vielleicht bei Shadow hat man vielleicht dann wieder den Problemfall, dass er vielleicht ein bisschen zu Sonic-Kopiemäßig sein würde. Das ist es gerade nicht. Da kann ich darf ich auch mal wieder was sagen? Niemals! Sonic ist mein Fachgebiet, okay, sag. Und zwar, Shadow hat auch ein riesen Moveset, das sieht man daran, dass Leute, die Brawl gehackt haben, einen eigenen Shadow-Kampfstil entwickelt haben. Und wenn man sieht, was die da gemacht haben aus Shadow, dann muss ich sagen, Respekt. Und wenn, also auf jeden Fall kann man Shadow da einbauen. Besonders mit seinen Chaos Control, seine Fähigkeiten und alles. Also Shadow hat sehr viele Chaos-Fähigkeiten, sag ich mal. Ja. Die er mit Hilfe von seinem Emerald-Einsatz, den er meistens dabei hat. Also er könnte zum Beispiel einen Chaos-Speer werfen, er könnte sich mit Chaos Control andere verlangsamen bzw. rumteleportieren, weil er ist ja sozusagen bei Chaos Control verlangsamt er ja alles und dadurch sieht es aus, als wenn er sich teleportieren würde, weil für ihn die Zeit nochmal weiterläuft. Das heißt, er könnte halt mit Chaos Control rumteleportieren, er könnte mit Chaos Blast alle von der Stage fegen, also er hat schon ordentlich was drauf. Er ist ein sehr, sehr starker Charakter und könnte auch so ein bisschen eine Rivalen-Bösewicht-Rolle einnehmen. Also, nicht auszuschließen. Real, darf ich dich mal kurz eine Sache fragen? Ich habe hier gerade deinen Roaster vor Augen und wenn ich mir Lucario so angucke, fällt mir da auf, dass unter ihm da zwei Sachen sind, die da nicht hingehören. Ich glaube, das musst du nochmal ausbessern. Ah, ich sehe es, ja, genau. Habe ich nämlich auch schon gesehen. Ich dachte mir gerade so, sind das da zwei Füße? Das sind zwei Füße. Okay, das werdet ihr natürlich nicht mehr sehen. Das werdet ihr nicht mehr sehen, nee, aber... Dann rausnehmen. Ja, stimmt, da habe ich von Wonderrat die Füße nicht rausgemacht. Komisch. Okay. Nur nebenbei. Sehr witzig. Hust. Was ich jetzt mal fragen wollte eigentlich, so mal auch, wo wir gerade auch alle über die Charaktere sprechen und so, was haltet ihr eigentlich von dem Wii Fit Trainer? Drin, wollte ich sagen. Genau. Drin, ja. Das ist was haltet ihr davon? Mal gesehen habe, habe ich erstmal what the fuck gedacht. Ja. Ich dachte erstmal so, das wäre vielleicht eine Introducing für eine Stage oder sowas, aber dass es dann ein Charakter wird, also habe ich erstmal nicht schlecht geguckt und ich habe dann auch erstmal eine Weile drüber nachgedacht, aber letztendlich bin ich zum Schluss gekommen, dass ich die Idee absolut geil finde. Es ist witzig, auf alle Fälle. Also auch der Trailer war, oder das Vorstellungsvideo war echt witzig und... Und sah richtig gut aus. Ja. Hm? Also, da war ich auch total überrascht gewesen. Der Charakter an sich kann so viele coole Sachen. Ich meine, der greift mit den Sportmoves an und der kann dann aus diesen Minispielen, die es ja auch bei Wii Fit gab, dann auch mit den Ringen und so weiter, Bälle und so weiter, richtig viele Möglichkeiten gibt's da. Gibt dir Tipps während des Kämpfens, wie du dich fit hältst und so. Also genau. Ich finde das super. Interessanter Charakter. Also wirkt er erstmal ein bisschen komisch und hätte, glaube ich, auch niemand vorhersagen können, ja. Aber ist ein cooler Charakter, also denke ich jedenfalls. Oder ein Charakter mit Potenzial. Ja. Beziehungsweise der Villager aus Animal Crossing war ja auch relativ klar, dass er reinkommt, weil viele haben sich den auch gewünscht. Und ich meine, der kann ja auch viel. Er hat ja viele Sachen, die er kann. Rumschießen und buddeln und was weiß ich und Sachen aufheben. Er kann ja alles aufheben. Das hat man ja schon gesehen. Samus schießt und er hebt einfach den Schuss auf. Halt wie im Spiel, Sammelsucht. Sammelsucht, ja. Und Animal Crossing ist ja mittlerweile eine zugstarke Serie bei Nintendo. Ja. Oh ja, das ist wirklich sehr stark gewesen. Jetzt hätte ich noch einen Charakter, den ich noch einwerfen möchte. Ich bin die Kamera gespannt. Und zwar, viele werden ihn hassen, aber viele, würde ich sagen, auch cool kreativ. Und zwar dem guten alten Mii. Den Mii-Charakter.
Ja. Okay. Ja. War ja bei vielen Spielen dabei, auch bei Mario Kart konntest du ihn spielen. Ja, das wäre auf jeden Fall eine Option. Ja. Müsste man nur überlegen, wie man den gut halt einbauen kann. Warum fällt es mir mal ins Wort? Weil es bei mir manchmal ein bisschen später ankommt. Das tut mir sehr leid. Ach so. Kurz, bei dem Mii, zum Beispiel, dass man den in Duell gestalten könnte, wäre wahrscheinlich nicht, auch nicht das große Problem, wenn man halt so ein bisschen hier dieser Ersatzteil aus dem Mii-Charakter-Editor damit einbinden würde. Genau, und zum Thema Charakter-Customization, was Fabian schon ansprach, würde das ja eigentlich nur dazu treffen und passen, ne? Ja, da natürlich schon bei dem Mii-Typ da. Da wird es auf jeden Fall reinpassen. Jetzt kurz zu den Charakter-Anpassungssachen. Da hier zum Beispiel halt Namco mitmacht und die auch für die Tekken-Reihe stehen. Und wer Tekken gespielt hat auf den Konsolen, der weiß, dass die da seit Tekken 6, glaube ich, ist ja extrem so mit einem großen Charaktereditor, mit Kleidungseditoren um sich da werfen. Du kannst ja völlig bescheuerte Kostüme da erstellen. Okay. Und weil die Leute halt von Tekken da mitarbeiten, könnte sein, dass da ein bisschen was von einfließt. Ja, ob auch ein Tekken-Charakter es schafft, ich weiß es nicht. Da hätte ich bei mir höchstens noch diesen Bären Kuma als direkten Tekken-Charakter. Weil er so ein bisschen cartoonig halt rüberkommt und vielleicht zu der Gruppe passen würde von Smash Bros. Schon mehr als Muskelprotz auf alle Fälle. Aber also Tekken kenne ich gar nicht mal so gut. Street Fighter sagt mir ja schon eher was, aber Tekken, naja, mal gucken. Wird sich auf jeden Fall zeigen. Ja. Werden wir sehen, Alter. Okay, und jetzt nochmal, um nochmal zu wichtigen Punkten zu kommen. Was ist denn sonst? Also wir haben jetzt die Charaktere gesprochen, was natürlich mit am wichtigsten ist, aber was ist denn der zweitwichtigsten? Stages, Jungs, die Stages, die Musik, alle diese Sachen, die wir an Brawl und Super Smash Bros. Überhaupt lieben. Was könnte man an Stages, Items neu machen? Helfertrophäen, wird es sie noch geben? Die Ultra Smash gibt es, wir haben es gesehen. Aber was kommt denn neu? Vielleicht auch gleich mal über die Spielmodi könnten wir noch reden. Was ist denn neu? Was könntet ihr euch vorstellen? Was würdet ihr gern wiedersehen? Was würdet ihr gern nicht mehr sehen? Also das Thema Spielmodi ist, glaube ich, ziemlich kurz gemacht eigentlich. Ich würde mal sagen, dass wieder so ein Klassik-Modus wiederkommt. Genau. Also da irgendwie bei Story-Modus müssen wir uns überraschen lassen, ob der kommt. Der Auster-Modus wird wahrscheinlich auch wieder da sein. Ja, das auch halt das und halt was gab's noch? Ja, halt so ein Mission Ding wieder. Ja. Also zerstöre die Zielscheiben. Target Contest, ja. Target Contest und halt den Home Run Contest und so. Wurde ja ins Stadium gepackt, auch Bosskämpfe und so weiter waren ja da. Ja. Also ich würde glaube, das ist so das, ich glaube, da sind wir uns auch alle einig. Ja. Das ist das, was so am meisten so kommen wird. So. Ja, was mich ja so ein bisschen traurig stimmt, sag ich mal, ist, also die wollen ja Smash Brothers jetzt wahrscheinlich auch möglichst schnell raushauen, ne? Und bei anderen Spielen sieht es jetzt auch aus, als ob die einfach irgendwelche lahmen Ausreden dafür nehmen, um das Spiel, sag ich mal, schneller rauszuhauen. Also jetzt bei Brawl meine ich jetzt zum Beispiel das mit diesen Cutscenes, die da, ne? Dass die sich da vielleicht, oder dass dadurch die Modi ein bisschen zu kurz kommen, weil den Target-Contest, ich fand, bei Brawl, haben die den auch schon ziemlich beschnitten im Vergleich zu Melee. Also wenn man überlegt, den Target Contest, da hatte jeder Charakter seine eigene Stage. Im ganz ersten Smash Brother auch schon. Und in Brawl machen die das einfach so, dass man da 5 hat und jeder die spielen kann. Ich meine, das hat zwar die Vorteile, dass man dann die Charaktere besser vergleichen kann, wenn die alle auf der gleichen Stage irgendwelche kaputt machen müssen. Aber das ist eigentlich nicht das, was ich haben will. Nee, stimmt. Bei Melee war ja halt jede Stage perfekt auf den Charakter halt zuschnitten. Genau, das Alte hat halt die Fähigkeiten aus den Charakteren rausgekitzelt. Du musst sie auch anwenden. Ja. Ich meine, das ist zwar auch das Problem, wenn die denn da, sage ich mal, 50, 60, 70 Charaktere haben, dafür jeden ein Target-Contest-Ding zu machen. Ja, boah, 50, 60, 70 Charaktere wäre schon geil, aber es ist fast unmöglich. Also bisher sind es 36 gewesen, 14 mehr, sage ich mal, halte ich jetzt fürs Mindeste. Und, wieso? Das kannst du doch gar nicht wissen. Doch, vielleicht sagen wir auch, wir machen einfach nur 5 mehr oder so. Naja, aber da muss ich Fabio aber auch recht geben, weil wenn man so guckt, Namco hat ja auch zum Beispiel Naruto gemacht und Naruto hat jetzt von einem Teil zum anderen sage und schreibe, einen Teil hatten sie 42 und den nächsten Teil haben sie auf einmal 76. Ja. Also das ist schon machbar, sag ich mal so, mit den großen Roster. Bei Dragon Ball Tenkaichi 3 haben sie über 100 Charaktere gehabt. Ja, das Problem dabei war, dass jeder Dritte gleich gespielt hat. Ja. Ja, nee, aber also, ne, also
Target Contest ist ein großes Fragezeichen bisher auf alle Fälle. Mhm. Ja. Und die Musik, ne, von Mele, da muss ich mal kurz erwähnen, die habe ich letztens nochmal gehört, die war ja echt auch der Hammer. Ja. Also Musik wird sowieso wieder aus den Entertainment. Ich würde mir allerdings wünschen, also man konnte ja bei Brawl schon einstellen, welche Musik man am häufigsten gerne hören würde, wenn man dieses Dash betritt. Aber das ist mir noch nicht genau genug. Ich hätte es gerne etwas genauer, dass man genau festlegen kann, jetzt kommt die Musik. Vielleicht sogar direkt vor der Stage-Auswahl, dass man halt nochmal sagen kann, wenn ich jetzt hier den C-Knopf drücke oder sonst oder L oder so, dann kann ich nochmal kurz die Musik ändern, wenn ich das möchte. Das wäre halt ganz geil. Meinst du sowas wie bei FIFA oder was? Na, also du wählst praktisch Final Destination und dann kannst du dir halt aussuchen, einfach, wenn du einfach ganz normal weitermachst, nimmt halt die Standardmusik, die bei dem neuen Spiel dabei ist. Ansonsten kannst du noch zwischen Melee und Brawl-Musik von Final Destination zum Beispiel wechseln, wenn du das möchtest. Das konnte man doch bei Brawl. Das kannst du, ja. Na, du könntest ja aber einfach, nicht direkt. Du konntest nur sagen, ich möchte diese Musik möglichst häufig hören. Das du hättest ja einfach die Wahrscheinlichkeit von allen bis auf einen auf null setzen können und wenn du dann bei einem das auf 100 hast, dann hast du immer das gehört. Ah, aber das ist doch viel zu umständlich, als statt, dass man das direkt von dem Kampf... Ja, gut. Ja, das war die Möglichkeit, ne? Also... Ja. Aber halt nicht, dass man zwangsläufig durch dieses Menü muss, sondern dass man das Menü halt aufrufen kann. Ja, dass man das halt gleich vor der Stage machen konnte. Genau, weil direkt auf der Stage-Auswahl möchte ich gerne die Musik ändern können. Genau, das machen ja zum Beispiel auch die Dragon Ball Games. Genau, da musste ich auch gerade dran denken, ja. Mhm. Da kannst du auch mal vorne rein die Musik dann einstellen. Mhm. Fällt euch sonst noch irgendwas ein zu Modi oder so? Ich kann ja mal kurz über die Stages reden. Welche Stages sind denn jetzt bekannt? Wir sehen dieses komische Stadium, wo man halt kämpft, dieser, wie heißen die Dinger? Der Ring. Der Ring, genau. Der Ring. Der soll ja viel mit dem Story-Modus zu tun haben, angeblich. Na, dann haben wir gesehen, die Himmelsinsel. Genau. Von Skyward Sword. Stages, nur mal kurz, ist ja ein bisschen schwer. Nur mal ganz kurz, Stages ist ja ein bisschen schwer, weil die sich ja wirklich jetzt bei der Wii U und der 3DS-Version unterscheiden, ne? Mhm. Das haben die ja bestätigt. Genau. Also, genau. Ja. Mhm. Na, das war halt so ein Thema, was wir uns auch noch so ausgedacht hatten. Also, weil das ja auch eins ist. Ja, so ja. Auch gut. Aber eine Sache möchte ich noch mal kurz fragen. Wenn ich jetzt richtig gesehen habe beim Trailer, den haben wir ja vorhin noch mal geguckt, da war ja im 3DS-Teil Spirit Tracks zu sehen. Ja. Also kann es doch gut möglich sein, dass die trotzdem einen Toon Link drin lassen, oder? Nein, denn Toon Link war auf der Stage schon an sich zu sehen. Der ist in der Lok drin gewesen, in der Eisenbahn. Genau. Stimmt, okay, dann ziehe ich meine Aussage. Das habe ich vorhin übrigens vergessen, das wollte ich noch sagen, weshalb ich mir relativ sicher bin, dass Toon Link rauskommt. Dann ziehe ich meine Aussage zurück. Genau, das ist ein wichtiger Punkt, der da spricht. Wobei man auch sagen kann, dass Donkey Kong ja auf seiner Stage, auf seiner Retro-Stage auch zweimal dann da war, weil er ja oben immer stand, aber das ist halt der Retro-Donkey Kong. Der Retro. Da ging es ja praktisch darum, dass die Stage praktisch original dargestellt wird, dass Donkey Kong halt oben steht und so weiter. Und so ansonsten haben die natürlich bei Stages wieder eine riesen Auswahl, ne? Je nachdem, wie viele Franchises die neu mit reinbringen, wird die natürlich immer größer. Dann haben wir noch dieses Gerudo-Tal gesehen, ne, auf dem 3DS. Dann haben wir noch gesehen, Und nur mal kurz noch, und also die werden wahrscheinlich, so wie sie es jetzt bei Brawl auch schon gemacht haben, wieder versuchen, dass jede Stage irgendwas super Besonderes hat, ne, dass die sich komplett von den anderen abhebt. Also man hat das ja so beim ersten Smash Brothers so, dass die zwar alle unterschiedlich aussahen, aber letztendlich war dann da halt einfach nur eine Plattform und da war dann da eine weniger, also werden bestimmt ziemlich aufwendig sein, da geht ja der Trend hin, ne? Ich überlege gerade noch, bei Melee gab es da zum Beispiel auch halt mehrere Stages immer von einer Reihe, zum Beispiel dieses Peach-Schloss gab es in Melee und dann gab es hier diese so alte Mario Bros. Welt. Ich glaube, in Brawl war das dann nicht mehr so schlimm gewesen, oder? Das Schiff zum Beispiel von Wind Waker und dann die Eldin-Brücke. Moment mal. Gab es nicht das Peach-Schloss irgendwie einmal von der Front und einmal von der Seite, oder spinne ich da jetzt? Seite war das, oder? Es war von der Front. Einmal gab es, glaube ich, von der Front und einmal von der Seite, oder nicht? Also bei Melee war das so gewesen, da saß du kämpfst auf dem Schloss drauf. Ja, genau. Das war da gewesen. Mhm. Und bei Brawl hattest du, was hattest du bei Brawl für Mario Stage? Ja, bei Mario Stage hattest du bei Brawl, die Corneria, also hier die Great Fox Corneria, da gab's das mal. Da gab es die einmal die ganz normale und dann gab es einmal die Melee. Mhm. Genau. Ja.
Und halt, was, um meinen Satz jetzt zu Ende zu bringen, da gab es das Luigi's, also das die Villa und das Squalling Level. So. Genau, dieses gut. Ganz alte Mario hier. Ja. Und nach rechts. Mit dem Pokéflug. den mochte ich auch immer gerne, muss ich sagen. Der war witzig. Ja. Abwechslungsreich auch. Wobei den Scrolling Level sind, fand ich auch immer die Regenbogenraserei unterhaltsam. Mhm. Ah, aber auch nicht schlecht. Mhm. Wobei ich dieses, das normale Mario Level, wo man von links nach rechts läuft, nicht so spannend finde. Nee. Nee. Und bei Ball muss ich noch sagen, wenn ich das werfen darf, die mieseste Stage ist hier diese Donkey Kong Kaskaden. Ich finde die richtig schlimm. Ist das eine Retro oder? Ach so, nee, die mit dem nach oben gehen. Genau, ja, mit dem wenn sie den Speed abbekommt, ne? Die ist so umständlich, dass man da irgendwie kämpfen könnte. Sowas muss nicht sein. Ich finde auch, was soll diese Stage eigentlich sein, diese komische Hippie-Stage da? Wo überall Kaukwappen durch die Gegend fliegen und die Blätter die Farbe von Elektroplankton. Was war das denn bitte? Das ist so ein Rhythmusspiel für ein DS gewesen. Okay. Da hast du je nachdem, halt welche Blätter du angeklickt hast, dann gab es eine andere Melodien oder konnte diese Elektroplanktons verteilen. War einfach so ein Entspannungsspiel. Okay. Man war ja auch 2D auf der Stage. Ja. Gut. Stage ist abgeschlossen oder? Nö, noch nicht. Wir müssen, obwohl, ja, stimmt. Haben wir schon alle aufgezählt? Ich weiß jetzt gar nicht, was haben wir noch gesehen? Ja. Jede Stage aufzählen, also die Fit haben wir noch gesehen mit dem Spiegel, fand ich auch sehr interessant. Ja, wir gesehen haben. Das mal von der anderen Seite sehen. Ja, das ist, fand ich auch witzig, die Idee. Ob man bei Ball, da konnte man ja in diesem DS-Menü kämpfen, diesen Chat. Ja. Ob man diesmal vielleicht im Miiverse kämpfen kann. Haha, wäre witzig. Wäre lustig, ja. Zeichnungen und so. Das wäre eine gute Idee. Ja, wenn sie da ein bisschen kreativ sind. Da können ja coole Zeichnungen, die von Leuten gezeichnet wurden, eingeblendet werden. Stimmt, was vielleicht macht, könnte man machen, das ist irgendwie so ein Live. Ja, live könnte man das sogar machen. Sowas mit einbinden. Ja. Mhm. Dass immer den neuesten Posts gleich erscheinen. Sehr witzig. Ja. Tja, dann haben wir eigentlich schon alles. Ja, wir müssen jetzt die restlichen Stages nicht alle aufzählen, aber... Nee, müssen wir nicht. War schon ganz interessant. Ach ja, dann noch die Animal Crossing Stage hat man jetzt noch gesehen. Ja, die haben wir auch schon gesehen. Ja, und hier die von Mega Man hat man ja auch gesehen, die so ein bisschen der Final Destination ähnelt, außer dass da an der Seite so eine Platte ist. Die sich anscheinend auch bewegen kann über die ganze Stage in bestimmten Momenten. Ja. Ja. Gut. Wie viele Stages werden sie so von Charakteren einbauen? Zum Beispiel überlege ich gerade nochmal bei Pokémon, bei Ball hatten sie ja diese mit Diamant und Perl, diese Arena. Mhm. Da hatten die 3 insgesamt, ne? Und den Pokémon Stadium 2 oder 2 Arena hatten sie, glaube ich, irgendwie gehabt. 2 Arenen, genau. Es werden wahrscheinlich noch mehr Ideen zu Pokémon auftauchen, wenn wir alle Pokémon X und Y gespielt haben. Mhm. Dann wird es viel mehr Ideen geben. Dann, bei Melee gab es auch mehrere Metroid Stages. Mhm. Einmal diese kreisförmige, die sich gedreht hat mit Quake im Hintergrund. Genau, ja. Richtig. Und jetzt, was waren die anderen gewesen? Die es auch in Brawl, sag ich mal, so ungefähr gibt, wo dann der Lava... Die Lava... Genau. Ach, genau. Genau. Man sich in den Boxen in Sicherheit... Das fand ich auch ganz spannend eigentlich, weil ja. Wer schafft es in den Boxen? Das habe ich erst so spät mitbekommen, dass man da rein kann. dass man die aufmachen kann und dann da rein, unglaublich. Wer die Ultra Smash hatte, hat versucht immer zu warten, bis die Lavawand kam und hat dann die anderen immer aus dem Hit raus geschossen. Ja. Jo, jetzt können wir meinetwegen weiter. Okay. Jo, haben wir denn noch irgendwas Wichtiges? Ja, was habt ihr noch irgendwelche Ideen, wie das Balancing vielleicht besser werden könnte oder was sollte gebalanced werden vor allem? Welche Charaktere müssten gebalanced werden, eurer Meinung nach? Schwer zu sagen, also... Da kann ich jetzt nicht mitreden, also da... Nee. Das ist ein sehr schweres Thema, sag ich mal so. Dadurch, dass mir das selbst auch jetzt nicht besonders auffallen würde, also wenn ich jetzt jetzt irgendwie Meta Knight gegen was weiß ich was gespielt hätte, da bei Brawl hätte ich jetzt auch nicht sagen können, dass der OP ist oder so. Also... Deswegen finde ich das jetzt für mich persönlich schwer, das Thema so. Ja, Ike und Meta Knight waren ja die Vorzeigcharaktere.
Also gut, wenn man jetzt die Attacken sehen würde, würde ich sagen, dass zum Beispiel es doch manchmal unfair war, wenn du zum Beispiel gegen einen Fox gekämpft hast. Der hat seinen Spam gemacht, wie du am Anfang gesagt hattest. Der macht seinen Spam, macht dir sehr viel Schaden und kann dich ganz schnell rauskicken. So. Also. Weil ich sagen muss, dass ich Ike gar nicht, selbst finde ich gar nicht so OP, weil er ja dafür sehr langsam war. Ja. Ja, dafür hatten wir aber seine Attacken ziemlich einen krassen Wumms gehabt. Ja. Ja. Also ich denke, die balancen das. Habt haben ihr das noch bisher ganz gut gebalanced und werden das auch weiterhin gut schaffen. Dann frage ich euch jetzt am Ende, habt ihr noch irgendein Thema, worüber ihr reden wollt? Habt ihr, also das war jetzt erstmal meine Liste, die ich abhaken wollte. Habt ihr noch irgendein Thema, das euch auf der Zunge brennt? Ja, also zwei Sachen. Die eine ist ganz kurz, die andere je nachdem, was ihr dazu zu sagen habt. DLCs. Also zu Pikmin, glaube ich, oder so habe ich jetzt gelesen, oder zu irgendeinem aktuellen Spiel habe ich gelesen, dass sie es nicht ausschließen, dass es dazu DLCs geben wird. Und ich meine, Smash Brother generell würde sich das ja auch ziemlich anbieten, dafür später irgendwann DLCs rauszubringen. Oder? Was denkt ihr da so? Also ich... Okay, warte mal. Spendem kennt sich ja auch viel mit DLCs aus, den könnte man erstmal sowas sagen lassen. Also ich bin eigentlich kein großer... Also bei manchen Sachen bin ich ein großer Fan von DLCs. Bei manchen Sachen muss ich sagen, das ist reine Geldabzocke. Richtig, Kommt drauf an, genau, ob das... Du kaufst dir ein Spiel für 60 Euro und dann darfst du dir nochmal drei Ergänzungen für jeweils 20 Euro kaufen, dann hast du schon eine komplette Konsole zusammen. Ja. Deswegen darf ich da kurz noch mit einklinken. Gerade was Beat'em-ups angeht und hier halt DLC ist ein Paradebeispiel, wie man es überhaupt nicht machen sollte, was Capcom angerichtet hat bei Tekken, bei Street Fighter vs. Tekken. Das ist eine Katastrophe einfach. Man, sag mal jetzt, im Spiel hat man seine 50 Charaktere, sag ich jetzt einfach mal. Dann haben sie später angeboten, ein paar Monate später halt, 12 neue Charaktere zum Preis von ca. 20 Euro. Dann hat sich aber relativ schnell rausgestellt, dass die 12 Charaktere bereits auf die Spieldisk mit drauf waren. Oh. Ja, sowas ist frech. Das ist sowas darf also absolut nicht sein. Nee, also ich sag mal, 20 Euro zahlen. Nur dafür, dass die dann halt freigeschaltet werden. Ja, also wenn man irgendwie was schon hat und das dann extra sperrt, sag ich mal, oder zurück. Stell dir mal vor, da würden jetzt Charaktere als DLC kommen und dann bezahlst du 5 Euro pro Charakter, was so. Also ich glaube ganz ehrlich, wenn Nintendo jetzt schon sagt, dass DLCs kommen sollen, sprich für andere Spiele, dann werden sie auf jeden Fall irgendwas mit Super Smash Bros. Vorhaben. Also ich sag mal so, es werden bestimmt entweder Charaktere kommen. Kann gut möglich sein. Charaktere, Stages, Modi ist ja letztlich mir ist so, alles. Mir ist so, als wenn ich irgendwas gelesen habe, dass der Sakurai keine DLCs machen will, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich bin da so, in letzter Zeit bin ich so ein bisschen, wie heißt das jetzt, skeptisch. Zwiegespaltet, danke. Dass halt, dass da, ob da jetzt was kommt oder nicht, sag ich mal so. So als Vergleich hier ist zum Beispiel dieses All-Star-Battle, was es für die PlayStation 3 gibt. Da gibt es ja auch DLC-Charaktere und die kosten auch an die knapp 5 Euro. Ja, also letztendlich für uns hört sich das jetzt irgendwie viel an, aber das, was die da an mehr Arbeit reinstecken, aber andererseits entwickeln die bei einem kompletten Spiel, sag ich mal jetzt, 35 Charaktere und trotzdem kostet das Spiel jetzt keine 100 Euro oder so. Ne? Mhm. Ja. Ich weiß nicht, wenn DLCs kommen sollten, dann aber bitte zum fairen Preis. Das ist ja, weißt du, zum fairen Preis müsste es kommen. Aber meistens ist es ja so, du zahlst für ein Spiel. Ich glaube, ich habe gesehen, dass Wii U-Spiele ungefähr 60 Euro kosten werden oder so. Ich weiß es ja noch nicht, ich habe noch keine Wii U. Von Nintendo selbst, die Spiele kosten 49,95 sollen die wohl kosten. Naja, wobei New Super Mario Bros. Ja auch 59 kostet, ne? Richtig, ja. Und Super Smash Bros. Und so sind bis jetzt bei 70 Euro gelistet. Ja, also ja. Ich denke auch, das wird schon happig. Sagen wir mal, ich glaube, das sind auch nur Platzhalter. Sagen wir mal, die gehen dann runter auf 60 Euro. Jetzt kommen dazu noch DLCs. Sagen wir mal, du zahlst, also sagen wir mal, das sind minimale DLCs. 2 Euro, 3 Euro. So, jetzt willst du aber immer wieder weitere haben. Und alle kosten 2 Euro oder 3 Euro. Dann hast du schon fast für das ganze Spiel, dann hast du für das Spiel 60 Euro bezahlt, plus die DLCs, dann bist du schon bald bei irgendwie 80 oder 90 Euro, sag ich mal so. Ja. Und das sind 30 Euro plus, das ist extreme Abzocke, was die dann machen. Ja. Also, und deswegen sage ich DLCs, ja,
aber wie Markus schon sagte, zum fairen Preis. Muss auch. Zum fairen Preis. Sagen wir mal, ein Charakter, 1 Euro. 2 Euro. Stage, 1 Euro. Weißt du, so zum Beispiel so. Das ist einfach so. Oder wie sie es bei Animal Crossing machen, mit den. Da versteckt der Nintendo immer wieder einfach so ein paar Gratis-Gegenstände. Ja, so zum Beispiel. Ja, und so sind sie einfach auch bei neuen Smash mal. Einfach mal pro Monat hauen sie irgendwas kostenlos, mal einfach für die Fans raus. Das wäre der Hammer, ja. Sie könnten das Spiel theoretisch sogar patchen, um es zu balancen. Ja, aber das ist nämlich auch sowas generell, was ich bei DLCs irgendwie so, ja, wie Spendem vorhin auch gesagt hat, was mich so ein Zwiespalt bringt, ja. Also DLCs, ich habe dann irgendwie das Gefühl, als ob ich ein unfertiges Spiel irgendwie so hätte, selbst wenn das DLC dann, sage ich mal, ein Jahr später rauskommt. Aber andererseits bei so Spielen, ich nenne jetzt mal Mario Kart, also da fände ich DLCs extrem cool, weil wenn die dann irgendwie nach einem Jahr, sage ich mal, 4 neue Strecken mit reinbringen würden, das würde so viel mehr Spielspaß dann auch wieder reinbringen, jetzt nur mal so als Beispiel, dass ich mir da DLCs absolut wünschen würde. Aber ja, bei anderen Spielen weiß ich halt nicht so, ne? Genau, bei Mario Kart, da wird dann zum Beispiel die Balance nicht kaputt gemacht. Nee, genau. Da ist es halt einfach ein Mehrwert, den du dir so dazu kaufen könntest dann. Genau. Ja. Also, interessant auf alle Fälle. Gut, du hattest noch einen Punkt, Fabian? Ja, das war nur eine ganz kleine und jetzt auch nicht so wichtig, aber eine Frage. Wollt ihr euch das als Retail-Version holen oder als Download-Variante hinsichtlich vielleicht ja das Nintendo Premium-Gedöns da? Habt ihr da schon eine Idee? Weil also letztendlich ist ja Smash Brother für jeden von uns, sage ich mal, auch recht wichtig. Und ja. Ich habe mir überlegt, dass ich mir jetzt viele Sachen auch downloade, aber Smash Brother hole ich mir auf alle Fälle als Disc-Version. Ich muss unbedingt die Verpackung davon haben. Genau, so geht's mir Disc. Auch. Ich will es lesen, ich will es haben, ich will es in der Hand haben. Disc-Retail-Version. Ich möchte es ablecken, ich möchte es mit ins Bett die nehmen. Vergiss die glatten Kanten. Ich möchte die CD antatschen. Also ich möchte mich darüber aufregen, wenn der erste Kratzer auf der CD erscheint. Also ich bin irgendwie an sich enttäuscht, wie was da jetzt an Inhalt in den Verpackungen drin ist. Ja, hier nur noch so ein die Nintendo-Punkte, dann noch eine kurze Bedienungsanleitung und letztendlich nichts weiter, ja. Hey, ich habe mich so aufgeregt, ich mache Pikmin 3 auf und da ist ein komischer Schriebs drin, ein kleiner Zettel mit einer Beschreibung, so wird gesteuert und das war's. Ja, das finde ich halt ein bisschen schade, aber trotzdem muss das einfach sein. Also. Ja, das ist halt wirklich nur so ein kleiner Flyer drin. Ja, hey, warum kann da nicht wieder so ein schönes Heft drin sein? Die wollen den Regenwald nicht weiter belasten. Das ändert ja so viel daran an den Broschüren, die in so einem Spiel mit drin sind. Also, kann ich auch noch ein kleines Thema mit reinschmeißen? Ja, klar, wir sind ja noch dabei. Und zwar interessant wäre es halt, Smash Bros. Das Neue für, holt man sich das nun nur für die Wii U oder für den 3DS auch, beide einzeln oder... Habt ihr euch schon mal Gedanken darüber gemacht? Ich habe mir auf jeden Fall schon Gedanken gemacht, wenn ich anfangen darf. Also die Wii U ist ja das Home-Zocker-Spiel schlechthin. Du setzt dich dahin und zockst mit Kumpels einfach richtig geiler Abend, richtig geil viel Spaß. Und wenn der Online-Modus gut wird, wird da ja natürlich auch viel stattfinden. Wenn man jetzt zum 3DS kommt, würde ich sagen, der 3DS hat viele Vorteile. Erstmal, jeder kann sein eigenes System benutzen. Das heißt, jeder hat sein eigenes Vollbild-Stage, sage ich mal, nochmal für sich. Und keiner kann so wirklich bei dem anderen reingucken, sag ich mal. Man hat jeder halt seinen eigenen Bildschirm. Es ist halt, bietet halt auch viele Möglichkeiten. Des Weiteren kann man mit dem 3DS halt schön mobil auch unterwegs mal zocken. Und auch wenn man jetzt unterwegs mal einen Kumpel halt Bock hat, ja hier, lass mal kurz battlen oder so, das ist doch eigentlich nur cool. Deshalb, beide Versionen sind fast ein Muss. Aber natürlich wird es bei mir erst die Wii U sein und später irgendwann... Wenn ich zu faul bin, Wii U weiterzuspielen, wird es dann auch mal der 3DS eintrudeln, die 3DS-Version. Ich muss mal kurz sagen, das verwirrt mich gerade so ein bisschen, dass du sagst, dass man auf dem Handheld dann den eigenen Bildschirm hat. Man teilt sich den doch immer. Also in Smash Brothers, sage ich mal, in Ego-Perspektive, sage ich mal, würde doch... Ja, aber du hast doch beim 3DS, jeder hat sein eigenes Gerät mit seinem eigenen Bildschirm. Das hat ja, ein, aber einfach... Ist einfach entspannt. Aber man trotzdem cool. Müssen ja alle das Gleiche sehen. Das ist ja, du musst ja alle Charaktere überblicken können und so. Die, ja, klar, aber die Kamera kann dadurch anders gesetzt werden. Na, aber eigentlich ist das ganze Spiel eh immer auf einer Bildfläche. Das,
das muss ja, das ist ja ein absolutes Muss. Nur, dass alle Charaktere zu sehen sind. Ja. Du zoomst ja extra raus, dass, oder das zoomt ja extra raus, wenn einer so ein bisschen weiter nach außen geht. Genau. Das wird beim 3DS nicht anders sein, ne? Also. Ja, aber es ist auf jeden Fall immer noch mal eine Verbesserung. Ja, was ich mir da in dem Zusammenhang gerade für eine Frage stelle, bei Monster Hunter 3 Ultimate ist ja da die Möglichkeit mehr oder weniger auch schon gegeben. Also so, ne? Weiß nicht, das werdet ihr beide, Spendem und Markus, ja auch kennen, ne? So grob. Ja, und also... Ja, ich weiß ich nicht von dem Monster. Also Monster Hunter auf der Wii U habe ich mir halt geholt und dann auch super gerne gespielt. Und ich hätte mir die 3D-Version, glaube ich, so nicht geholt. Ich habe sie jetzt im Rahmen davon, diesem 3DS-Zeug, habe ich, dadurch, dass ich mir drei andere, genau die Aktion, habe ich dann Monster Hunter umsonst bekommen und habe es jetzt halt letztendlich doch für ein 3DS auch. Und bisher habe ich es, glaube ich, einmal auf dem 3DS gespielt und ich habe es jetzt schon auf dem 3DS eine gewisse Zeit. Bei mir war es auch sehr witzig, da habe ich mir praktisch zwei Spiele gekauft und habe mir gerade auch dazu noch den 3DS XL gekauft, weil ich einfach das meine Spiele gut finde, wenn ich einen schönen großen Bildschirm habe. Und Fabian hat halt, und es gab halt diese Aktion, wenn sich einer Monster Hunter geholt hat, kann er halt jemand anderen dann kostenlos Monster Hunter schenken, sozusagen. Also hat mir Fabian einen Monster Hunter geschenkt und dann hatte ich sozusagen drei Spiele und dann konnte ich mir auch noch ein viertes gratis holen. Hatte ich mein geschenktes, konnte ich auch also nicht geben. Hatte ich also zwei kostenlose Spiele. Ja. Das war sehr, sehr geil. Ja, nee, aber also deswegen weiß ich nicht, ob sich das so richtig auszahlt. Also ich glaube, ich bleib da auch erstmal bei der Wii U-Version. Zumal es für mich halt auch ein Spiel ist, das ich einfach gerne mit anderen Leuten dann auch so spiele, ne? Ja. Mhm. Genau, das ist der Haupt. Für mich ist Smash Bros. Allgemein der Kaufgrund für die Wii U gewesen. Ja klar, immer doch. Ja. Auch damals für die Ball war für mich Kaufgrund für die Wii gewesen. Mhm. Und einfach deswegen erstmal für die Hauptkonsole, wirklich für Wii U. Mhm. Und da muss ich, wie gesagt, wie Arne von euch auch gesagt hat, einfach mal gucken. Ja, also letztendlich ist es natürlich auch schön, wenn man dann unterwegs ist und dann sich irgendwie mit Freunden trifft, sag ich mal, die auch ein 3DS jetzt haben. Mhm. Kommt dann halt auf den Bekanntenkreis drauf an, ne? Also. Oder wie oft man auf die Gamescom oder sonst wie so eine Sachen fährt. Ja. Gut. Spendem, wolltest du dazu noch was sagen? Ganz kurz und locker, beide Sachen werden sich gekauft. Okay. Ganz einfach, also Wii U auf jeden Fall, weil ich will Arne in die Fresse kloppen. Das ist, danke. Bitte. Und ich dir auch. Und halt 3DS, weil ich einfach was für unterwegs haben möchte und ein bisschen Brawl zocken möchte. Also Super Smash Bros. Halt. Ja, man sagt immer Brawl. Ich hoffe, die sagen mal bald den neuen Titel, der da drunter steht. Ja, und so damit ich dann endlich anstatt Melee und Brawl endlich mal Universe oder sonst was sagen kann. Ja. Zuerst war Smash Brother, dann Melee, dann Brawl und jetzt hat man den Salat. Jetzt hat man Brawl drin. Aber Universe weiß ich nicht, ob sie den denn nehmen. Weil das war jetzt einfach nur so. Ja, aber brauchen sie halt so ein neues kämpferisches Schlachtwort irgendwie. Genau, halt genau. Hab ich mir auch so gedacht. So, noch kleiner Bonusinhalt. Super Smash Brothers Samurai Kick. Samurai Kick. Und zwar, worüber ich enttäuscht war, ist der Punkt, dass man halt nicht 3DS gegen Wii U kämpfen kann. Ah ja, die Konnektion ist nicht gegeben, ne? Weil das fällt ja flach dadurch, weil halt unterschiedliche Stages. Mhm. Ja, das ist doof. Also ich weiß gerade gar nicht, ist es richtig offiziell schon bestätigt, dass das nicht geht, ja, ne? Ja. Ja. Weil es soll irgendeine coole Funktion soll es wohl geben, aber kein Plattform. Genau. Nee, das ist auch echt schade. Also weil man der 3DS, der hat ja fast die gleichen Knöpfe, sag ich mal, wie ein Wii U Gamepad oder sonst irgendwie sowas. Also man kann ja auch das Circlepad Pro. Ja. Hat man exakt die gleichen. Warum kann man die denn da nicht verbinden? Irgendwie Das selbst wenn es an den Stages liegen sollte, hätten sie nochmal eine Handvoll extra Stages kreieren können, die auf beiden vorhanden sind. Genau, oder die. Darf ich da was sagen, Markus? Hm? Das wird auf jeden Fall DLC kommen. Die Stages.
Ja, nee, aber das mit dem 3DS und Wii U zusammenspielen, das war bei Monster Hunter, weil ich das jetzt schon erwähnt habe, war das auch ohne Probleme möglich. Deswegen, warum ich auf. Und jetzt gerade noch, was die Sache noch trauriger macht, ist halt einfach nochmal zum Vergleich auch dieses All-Star Battle für die PS3. Genau. Weil da funktioniert das ja, da kannst du PS3 gegen PS Vita. Kannst du es leider auch. Cross-Gaming, halt, Cross-Plattform-Gaming spielen. Wäre halt gleich wieder was gewesen, um das Spiel noch mal ein bisschen zu pushen. Ne? Ja, wie gesagt, die haben es hingekriegt, da geht es heutzutage schon. Und bei dem neuen Smash Bros. Jetzt leider nicht irgendwie. Das ist schön blöd auf alle Fälle von Nintendo, würde ich mal jetzt so weit. Das finde ich wirklich schade. Tja. Nee, gut. Ja, Leute. Wir haben jetzt eine ziemlich lange Zeit gequatscht. Ich weiß nicht, ob euch jetzt noch irgendwas einfällt. Nochmal die Frage. Muss ja immer wieder, manchmal kommt es noch Geistesblitze, deshalb frage ich mal. Ich bin vorhin bei der Charakter, wer bleibt und so weiter, und wo die Einzelnen durchgegangen sind, bei Bowser zu kurz gekommen. Oh, da wollte ich doch mal bloß sagen, dass ich auch sehr schön finde, dass wir Bowser jetzt mal ein bisschen überarbeitet haben. Halt im Design, der sieht richtig cool wieder aus. Genau, er macht so coole Kicks und so auch, ne? Sein Moveset wurde überarbeitet, genau. Er kann richtig sprinten. Wie gesagt, Mega Man, da wird er nicht zum Anfang da sein. Und daher wird Bowser als erster Kampf für mich herhalten. Na, ich werde wahrscheinlich wie immer mit Mario anfangen, weil das einfach Standard ist. Mario kennt man alle Movesets, zack, raus damit und einmal kurz auf die Fresse und dann geht's mit anderen weiter. Oder einfach mal den Zufall entscheiden lassen. Stimmt, das ist auch mal eine gute Idee. Ja, gut. Bis dahin ist es leider noch sehr lange hin, ne? Ja, wir müssen alle noch lange warten. Und wer weiß, wenn irgendwas ultimativ Cooles noch rauskommt, werden wir vielleicht gar nicht die Fresse halten können und müssen nochmal in dieser Runde treffen und dann nochmal ergänzen. Eine saugute Idee. Ja, und dann über den ganzen Schwachsinn, den wir jetzt hier erzählt haben, uns dann richtig, da müssen wir alle sagen, das haben wir nie behauptet. Das stimmt so überhaupt nicht. Nee. Das sind Gerüchte. Schnell das 50, von YouTube wieder löschen. Du hast ja 50% unserer Aussagen dann wieder zurückziehen. Genau. Ich bin gespannt, wer hier am meisten logisches Zeug daher geplänkelt hat, was dann auch letztendlich stimmt. Nur wenn wir sehen dann. Ich bin mal gespannt. Der hat dann beim nächsten Mal das Wort immer, ne? Dem müssen dann alle zuhören. Hier spendiert. Nein. Okay, das wird jetzt ein bisschen zu privat. Okay, wir sagen dann erstmal, an der Stelle würde ich sagen, erstmal machen wir jetzt einfach mal Schluss. Du könntest dann nachher in der Videobeschreibung dann auch halt unsere Roasters vielleicht irgendwie noch vernetzen oder verlinken. Genau, ich werd noch Links von den Roastern packen. Ich packe euch die Kanäle von dem guten Spendem und vom guten Markus erstmal rein. Du hast viele Links und so unten rein. Genau, was da so viele reinkommt. Links. Viele Trailer. Leider keine Looks-Like-Links. Upsala. Nee. Nein. Okay, ja, gut, dann würde ich erstmal sagen. Tschüss mit Ö, reingehauen, vorbei ist schon, ich muss aufs Klo. Tschüss. Okay, Spendem ist schon mal weg. Okay, dann Spendem hört das. Danke ich das nachher nochmal. Also ich bedanke mich bei euch, dass ihr dabei wart und wir treffen uns dann bestimmt nochmal in einer Runde und setzen die ganze Konversation fort, wenn mehr bekannt ist. Ja, das würde ich sehr begrüßen. Finde ich gut. Gut. Ja. Dann danke soweit fürs Zuhören und viel Spaß noch beim Warten auf Super Smash Brother, wie auch immer, ne? Für ein 3DS und Wii U. Genau. Und schön, dass ich mit dabei sein durfte. Ja. Schön, dass du uns schön, dass deine Anwesenheit beehrt hast. Heranbequemt hast. Gerne wieder. Gut. Okay. Dann tschüssi, Leute, und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ich sag dann an der Stelle noch Tschüss von Spender natürlich. Da hat er sich schon verabschiedet.